So, einen wunderschönen guten Nachmittag zum Weltfrauentag, 8. März, liebe Leute. Ich grüße euch ganz herzlich und sehe auch, dass wieder ein paar Frauen zugegen sind. Das freut mich sehr. Hallo Danke an die für die Runde. Wir hatten. Glückwünsche, Chris. Du Fuchs, da habt ihr auch gerade schon wieder. Markus, das willst du doch hier nicht offenbaren. Aber du Heute Fuchs. extra meine hohe Stimme bereitgelegt. Ich merke es schon, ja. Du Scherzkeks, aber sehr gut. Fantastico. Wunderbar, freut mich auf jeden Fall. Ich sage erstmal Hallo in die Runde. Sehr schön. Markus hat sich ja gleich mehr oder weniger vorgestellt. Hier JFD zugegen beim heutigen JFD Live-Event. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr wieder jetzt am Nachmittag dabei seid. Wir hatten am Vormittag die Ehre und haben jetzt am Nachmittag auch die Ehre, heute die ATT-Crew, so nenne ich sie immer, zu Gast zu haben. Ein Team aus Teilnehmern. Wir haben auch den CEO der Firma, den Ali am Start. Wir haben den Stefan am Start, Kuplitz, der dann auch die Märkte analysiert und sozusagen hier aus der Schule heraus von der ATT herangewachsen ist als Ausbilder, als Trader. Sie verwalten, wie gesagt, auch Vermögen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Man kann da Karriere machen, man kann sich ausbilden lassen. Und da schauen wir eben heute auch mal ein Stück hinter die Kulissen. Heute Big Event Day. Wir haben die EZB rein mal, ihr seht gerade den Bildschirm. Jetzt fange ich schon an zu plappern. Gottlieb, hallo, du hast gesagt, schönen Nachmittag erstmal zurück. Seht ihr auch den Bildschirm und könnt mich hören? Das muss ich jetzt mal so als Nachläuferfrage stellen. Aktuell müsste noch mein Chart des DAXes zu sehen sein. Das ist richtig. Da kann auch zu stehen bleiben. Das ist ja genauso richtig. Aber wunderbar. Gottlieb gibt schon mal Feedback. Der Rest bitte auch aufgerufen. Nutzt den Chat, geht mit uns in die Interaktion. Dafür sind die Webinare da. Das soll hier keine One-Man-Show oder sag mal, je nachdem, wie viele Mitarbeiter wir sind, Show werden. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da alle aktiv mitmacht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, EZB. Letztlich keine Veränderung, will ich nur ganz kurz zusammenfassen. Leitzinsniveau ist gleich geblieben. EZB hat hier aber allerdings ihr Statement rausgenommen, wonach die Erhöhung des Anleihekaufprogramms bei Bedarf erfolgen könnte. Das ist ein ganz interessanter Punkt gewesen, der hier auch den Euro wieder mal ein Stück nach oben hiefte. Es wird auf jeden Fall gespannt sein zu beobachten, was jetzt 14:30, also in knapp 12 Minuten, hier von der EZB noch kommt. Da haben wir nämlich die Pressekonferenz und da gibt es ja immer wieder Statements und Frage-Antwort-Spiele, wo dann hier durchaus die Märkte dann mal ein Stück weit eskalieren können. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat der DAX mehrere 100 Punkte gemacht oder auch Euro-Dollar mehrere 100 Pips. Das liegt noch ein Stück weit zurück, aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Insofern bin ich mal gespannt, was da kommt. Und heute an diesem Event, wie gesagt, haben wir die ATT-Crew zu Gast und das ist natürlich ganz fantastico. Ganz kurz zu mir, ihr werdet mich kennen, Chris Kemmer, brauche ich gar nicht so viele zu erzählen. Der ein oder andere, der mich nicht kennt, wird mich im Laufe des Webinars kennenlernen. Markus Kleber, auch eine Research Part hier bei uns bei JFD seit Anfang dieses Jahres. Freue mich sehr, ihn an Bord zu haben. Und jetzt, glaube ich, auch haben wir die ATT-Jungs zugegen. Wir müssen sie nur Habe ich rüberlupen. schon. Und zwar den Stefan noch. Der Der Stefan. Stefan. Warte, ich habe einen. Zack, einer ist schon drüben. Und der nächste kommt. Jetzt sind wir komplett drüben. So, kurz mal, Stefan, bist du zu hören? Ali? Jawohl, jawohl. Super. Hallo nochmal Fantastisch. zum Nachmittag. Genau, das Team ist involviert. Freut mich auf jeden Fall. Also, Männers, welchen Bildschirm wollen wir jetzt gleich holen? Markus kurz oder Stefan, Ali, habt ihr was, wo ihr gleich einsteigen wollt? Wir haben jetzt noch 11 Minuten. Gibt es vielleicht was Interessantes zu den Märkten gerade zu diskutieren unter charttechnischen Gesichtspunkten? Ja, wir wollten jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf EZB eingehen. Ja, Ali, das super. muss ich machen. Da hat Chris eh schon viel gesagt. Ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt mal nur in dem schriftlichen Statement eine Andeutung, dass sie bereit wären, eben das Quantitative Easing zurückzufahren. Richtig. Das hat ja auch jetzt eben deswegen ein bisschen mehr Stärke in den Euro gegeben, hat den Bund kurzfristig sehr stark nach unten gedrückt auf den großen Stundentrend. Da sieht man auch, da gehen die Leute schnell in den Euro rüber. Jetzt ist wichtig, der redet in 10 Minuten, deswegen wäre ich ja auch in den 10 Minuten, wenn er dann anfängt, danach ein bisschen mal stumm geschalten, weil ich mal kurz anhöre, was er sagt, dass es interessant ist, dass ich zuschalte. Wir haben ja vorgesprochen, was mache ich mit dem DAX? Wir Wenn ich ja brauchen ein Bild, gestanden Männer. habe, Wir dann brauchen ein Bildschirm nochmal von euch kurz, bitte. ja, können wir uns gleich anschauen. Gehen wir rüber auf den Bildschirm von mir. Dann können wir uns den DAX gleich anschauen. Dann müsste man auf, weiß ich nicht, in welchen Ali ich jetzt da drinnen bin, das muss uns anschauen.
Ich schalte selber zu mir rüber, vielleicht kriege ich es ja hin. Sieht man anders, wenn man nicht seine eigene Software benutzt. Ich helfe dir mal. Ja, ich suche gerade nämlich. Ah, danke, Stefan. Wie gesagt, ihr hättet den Vorteil, weil die Frage auch kam, hätte wer bei GFD den Trade mitgemacht, hätte er in diesen Tiefs einen Teilverkauf machen können, auch wenn er ein Stück gehandelt hätte. Ich kann das nicht, ich habe nur ein Stück, ich kann den nicht splitten. Also ihr seht schon, gewisse Vorteile habt ihr schon. Das ist jetzt nicht, um den Broker jetzt hier hochzuloben, sondern das ist halt eine Tatsache. Wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man sowas macht, dass man sagt, ich riskiere hier wirklich, das wäre ein Stopp gewesen von 25 Euro, den er riskieren hätte zu können. Hätte jetzt mit dem Teilverkauf unten schon mal das Risiko längst drinnen abgesichert, sitzt dann ruhig da. Das ist die Frage von dir gewesen. Was mache ich mit dem Trade im Laufe des Tages, jetzt wo die EZB da ist, jetzt wo die Rede ist, keine große Überraschung wahrscheinlich kommen wird, habe ich ja den Stopp im Gewinn abgesichert. Der Vorteil ist beim Future selten, dass da jetzt ein riesen Gap kommt, dass da eine riesige Überraschung kommt. Somit kann mir eigentlich nichts passieren. Und ich verwalte das Ding einfach, indem ich schaue, was kommt. Wenn ich merke, okay, da redet Draghi irgendwas, was vielleicht mich da eventuell ausstoppen würde früher, würde ich dann hingehen und einfach Market rausgehen. Aber ich lasse es mal vorerst drin, weil jetzt habe ich kein Risiko mehr. Ich werde auf jeden Fall im Plus aussteigen. Schaue ich mir dann an, wohin das läuft. Euro, US-Dollar habe ich nicht gehandelt. Das ist mal zu riskant gewesen, weil da ist immer zu viel Bewegung und schaue mir das dann, wie gesagt, jetzt an, was dann in den nächsten Minuten von ihm kommt. Wir können, wie gesagt, dann, wenn dann ein bisschen Ruhe ist, gerne auch das große Konto anschauen, weil ich vorher angedeutet habe, das sind viele Trades, die jetzt teilweise schon mehr als ein halbes Jahr laufen. Da können wir da das kurz aufklären, wie sowas funktioniert, wie man damit umgeht. Wir schauen uns natürlich dann auch das kleine Konto genauer an, die Aktien, die laufen. Forex-Paare habe ich inzwischen nicht mehr. Die hatte ich noch letzte Woche, die habe ich mitgeschlossen, weil ich ja, wie gesagt, Gewinne mitnehmen musste. Der Nachteil bei meinem Broker ist, dass die Forex-Paare sehr teuer sind teilweise. Die Margin, die da hinterlegt werden muss, ist nicht wie bei JFD, die ist relativ hoch. Das heißt, ich habe hier nicht einmal die Möglichkeit, zu viel zu traden. Das ist auch ein Nachteil. Wie gesagt, da muss man abwägen, was man macht. Dafür halt momentan noch mit den Aktien sehr vorteilhaftig dort. Aber Chris hatte schon vormittags angedeutet, demnächst kommen die Aktien von JFD. Da sind wir alle sehr gespannt, weil damit hätte JFD eigentlich alles, was man braucht. Dann habt ihr die günstigen Indexe. Forex, wie gesagt, ist schon sehr günstig. Dann noch die Aktien. Dann wüsste ich nicht, was Besseres noch geben würde Was momentan. noch fehlt, Ali, da hast du auf jeden Fall recht. Wenn ich kurz noch, bevor Draghi dann einschwenkt, das ist übrigens schön, dass du dann gern mal das Live-Statement so ein bisschen gemutet mitverfolgst und uns dann Inputs dahin gibt. Und dann kann der Stefan ja wahrscheinlich dann nochmal im CFD-Bereich schauen, was die Indizes so machen. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade für Marktteilnehmer, die jetzt eben kein Future-Konto beladen können und entsprechende Margenanforderungen dann sozusagen hinterlegen müssen. Auch vor dem Hintergrund, dass es da natürlich auch die Nachschusspflicht gibt. Das heißt, wenn das Konto ins Minus geht, muss man Cash nachzahlen. Das ist ja bei uns im Sinne der Regulierungsbehörden ja abgeschafft worden, letztes Jahr im Januar schon. Dann im Februar, dann im März ging es dann durch die ganzen anderen, sage ich mal, Regulierungsbehörden. Und aber eben, dass man auch den CFD eben schlüsseln, stückeln kann auf den Cent-Bereich, also ein Punkt nur noch ein Cent an Bewegung, erlaubt natürlich auch kleinen Kunden, Konten sozusagen die Marktteilnahme oder die Anteilnahme am Markt und da natürlich auch ein Handel, der sich da jetzt eben mit kleineren Konten auch realisieren lässt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und hier bei ATT geht es ja auch immer sehr, sehr explizit und darauf kommt es am Ende des Tages an, auf das Risk- und Money Management ein. Und da ist natürlich ein elementarer Teil, wie viel riskiere ich denn pro Trade? Kann ich mir überhaupt Positionsgröße XY leisten? Und wenn man da natürlich stückeln kann, wie beim FX-Markt, die Mikro-Lots, die Mini-Lots oder eben beim CFD, den Mini-CFD mit 0,1, dann hat man natürlich eine schöne Option, die es beim Future sozusagen gar nicht gibt. Ja, das ist definitiv richtig. Und ja, das Universum bei uns wird mittelfristig viel, viel größer werden.
sowohl die Aktien-CFDs als auch die echten Aktien-Shares. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass wir gerade mit euch da natürlich auch einen Partner haben, der da auch ordentlich Gas gibt in der Richtung. Ne? Von Signalservice und den ganzen Tools, die ihr da anbietet, mal ganz abgesehen. Da werden wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal einen Mailer vorbereiten für euch, liebe Teilnehmer. Auch im Sinne einer Aktion dessen, dass natürlich wieder ein Seminar von ATT ansteht und euer Interesse ist dann natürlich sozusagen die Wegebene, um dass wir euch da auch ein schönes Angebot zukommen lassen, dass man da auch vergünstigt sozusagen teilnehmen kann. Ja, zum Vorteilspreis, würde ich sagen. Ja, Aber Ali, da gehen bitte. wir auch drauf ein. Ich habe ja vorgeschlagen am Vormittag schon, weil wir wollen nicht jetzt während des Handels jetzt irgendwie Richtig. die Ausbildung und alles näher erklären. Wer Ganz genau. Interesse hat, weil einige kennen das Thema schon, würde ich vorschlagen, wenn wir fertig sind, macht Stefan so 20 Minuten, Viertelstunde Präsentation vom Signaldienst, kurz auch Copy Training gibt es ja auch über euch und die Ausbildung, dass es eben da den 10% Gutschein gibt von JFD, können wir darauf eingehen. Ich will das auch erklären, das ist auch ein Punkt, was Chris so nebenbei angedeutet hat, diese Marginpflicht, die weg ist. Das bedeutet bitte, was eigentlich für euch, wenn ich handle und ich habe zum Beispiel Position offen über Nacht und dann passiert ein Gap und ich habe höheres Risiko drin, also Verlust, aber einen höheren Verlust, als ich Kapital habe, muss ich diese Differenz nachzahlen. Das ist ein Riesending. Das kann mir bei den Futures passieren. Warum? Weil nämlich die Futures, da ist so, dass der Broker einen Teil als Margin nimmt und an die Börse schickt und den Rest muss ich dann nachzahlen. Deswegen blockiert der Broker mir auch ein gewisses Kapital. Sollte das aber höher sein, habe ich Pech gehabt, weil ich schulde das Geld ja eigentlich indirekt der Börse, während der Broker ja bei euch sagt, nein, bei uns gibt es das nicht mehr. Das ist ein Vorteil, wie gesagt, dass ihr mit CFDs handeln könnt, hier euch der Margin Call ja nichts anhaben kann. Dafür muss man aber auch fairerweise natürlich sagen, Leute, ist klar, dass ein Future genauer ist, ja, aber Kostenfaktor ist ein anderer und ich empfehle keinem Anfänger mit Futures zu handeln, nicht nur wegen den Kosten, weil eins ist natürlich die Margin, die Kosten, die ich da habe, das andere ist aber auch vor allem, weil die schnell mal, wenn die ein paar Punkte der Bewegung aufnehmen, habt ihr schnell hohe Verluste. S&P 500 habt ihr 50 Euro Kosten, Nasdaq 20 Dollar pro Stück. Das habt ihr bei CFDs nicht. Deswegen ist es für den Anfang viel intelligenter, das so zu machen und nicht zu riskieren. Auch hier der Mini-Future kostet auch mal 5 Euro ein Stück. Ja, also pro Punkt 5 Euro. Da seht ihr schon, da könnt ihr zwei CFDs nehmen. Das ist jetzt immer noch günstiger, risikoloser als ich am Markt. Also da wirklich immer darauf achten, was kostet mich das Ding? Wie hoch ist mein Verlust? Nicht immer daran denken, wie viel könnte ich verdienen, weil das weiß keiner von uns, sondern nur, wir können kalkulieren, was wir verlieren können. Ich würde mich jetzt ausklinken ein bisschen. Ich überlasse das dem Stefan und den anderen zwei Herrschaften, die da sind. Weil wir sind ja ein ganzes Team, alles ehemalige Schüler, die jetzt soweit sind. Das ist auch das Einzigartige hier drauf. Gehen wir am Ende noch ein. Ich höre Mario zu. Wenn irgendwas Interessantes ist, springe ich euch dann ins Wort Super, hinein. super. Das nenne ich doch mal einen spannenden Live-Event. Hier können wir definitiv dran anknüpfen. Sind wir mal gespannt. Screen-technisch, magst du den Desktop nehmen, Stefan, oder Markus vielleicht? Ja, Aber Stefan, you have it. ich mache schon. Ich muss nur den richtigen finden. Bei den 6 Monitoren oder 8, vor denen du sitzt, das ist natürlich immer ganz tricky. Ja, nee, so viel Wie habe viele? Verrat uns mal, wie ich. viele Monitore nutzt du? Ich arbeite nur mit drei Bildschirmen und einem Laptop und ich bin mit beiden drin, mit dem Computer und mit dem Laptop. Am Laptop ist das Mikro angeschlossen. Die Frage ist jetzt, ich bin kein Organisator, deswegen kann ich mich nicht selbst, also der gemutete Stefan ist der, der mal übertragen sollte. Okay, Ich Moment. kann mich selbst als Moderator machen, weil ich kein Organisator bin. Müsste jetzt funktionieren. Schau Jo, mal. Moment. Ah, die liebe So, jetzt Technik. Wenn wir so haben eine große Gruppe sind, dann ist das natürlich nicht immer ganz simpel. Ja, da muss man hier mal die Rechte vergeben. Aber du bist zu hören, Bild ist da. Perfekt. Nochmal Bestätigung an die Teilnehmer. Liebe Leute, könnt ihr das Bild auch sehen? Aber ich denke, wenn ich sehen kann, können Sie alle anderen auch sehen. Und insofern Action-Jackson. Jetzt haben wir 14:30. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob Draghi schon aus dem Fahrstuhl fällt. Ich kann mich nämlich an eine Situation erinnern, da hat man eine Viertelstunde auf ihn gewartet, weil irgendwo der Fahrstuhl feststeckte. So eine Anekdote aus früheren Zeiten. Aber jetzt mal Obacht geben, was hier passiert. Du hast den Genau, Eurostoxx. also. Handelt ihr den generell gern bei ATT? Ich meine, du sagst ja selber, charttechnisch gefällt dir der aktuell besser als der DAX.
Markts. Handelt ihr den auch gern oder ist das jetzt einfach nur, weil das technisch interessanter ist? Also grundsätzlich ist der ein bisschen gleichmäßiger gewichtet, deswegen fallen die Trends ein bisschen sauberer aus. Das heißt, die Hochs werden nicht einfach genommen und dann dreht der Markt wieder, zum Beispiel wie das oft beim DAX ist, sondern oftmals werden halt hier die Punkte genau angelaufen und dann dreht der Markt eigentlich im Normalfall schon kurz davor. Im DAX werden die Hoch- und Tiefpunkte meistens genommen. Ja, der Eurostoxx ist eher was für den mittelfristigen Bereich, weil wir da einen größeren Spread haben, eine kleinere Wichtigkeit, Gewichtung meine ich, und dementsprechend nicht so nah an den Markt rangehen können. Dafür wäre dann der DAX besser mit einem Punkt Spread, glaube ich. Und Der mit halt DAX hat, dieser. korrekt, der DAX hat einen, was ist mit den LPs so abgestimmt? Da gibt es übrigens eine schöne und kleine Unterscheidung. Manche Broker haben den Floating Spread. Das klingt aber ganz toll und die bieten auch den Spread zu 0,8 hat. Eine stärkere Konkurrenz hatte bis vor kurzem 0,8 fix. Als Spread konnte er nicht mehr halten, was ich auch nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, das ist schon Preisdumping. Und viele haben jetzt den Floating Spread. Wir haben mit unseren LPs das Agreement, dass es ein Fix-Spread gibt. Natürlich kann es positive und negative Ausschläge in Form von Slippage geben, aber der Spread selber ist fix. Und da darf man sich überlegen, welcher Anbieter da den Vorteil genießt, weil so ein Floating Spread, der meinetwegen bei 0,8 notiert, kann sich mal locker bis 1,52 Punkte auch ausdehnen und dann ist der Spread eben so, wie er ist. Und das hat auch hier dann einen Vorteil, wenn man durchaus so ein Fixum anbietet. Aber genau, der DAX fix ein Punkt oder Eurostoxx 2. Vielleicht Frage dazu, ist das, wie lange ist das schon? Ist das jetzt schon seit kurzem erst oder schon immer? Was? Der Mit fixe dem Spread? Ach, der Floating Float. Spread. Also wir haben unseren fixen Spread schon seit, uff, das ist schon lange. Und die Konkurrenz, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen darf, da ist das ungefähr seit 2 Wochen so, dass der fixe Spread, oder der, wie gesagt, der fixe 0,8er Spread auf einen Punkt und mehr eben durch einen Floating aufgedehnt werden konnte. Und dann sind auch immer zwei Sachen. Es gibt natürlich den Spread, den man sieht, und den Spread, zu dem man ausgeführt wird. Ja, das sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Da lohnt es immer wieder mal hinter die Kulissen zu gucken. Und da gebe ich auch mal den Aufruf in die Runde, liebe Leute, schaut's da ruhig mal hinter die Kulissen des Brokers. Fordert auch mal oder fragt mal, ob es einen Post-Trade Execution Report gibt, sprich, wer hat mich denn eigentlich ausgeführt? Ist der Trade an den Markt gegangen oder vielleicht ins Buch des Brokers? Kleine Fragen, die man sich durchaus manchmal so stellen sollte, wenn man am Markt handelt, das ist ja schon schwer genug, sollte man auch mit jemandem handeln, der auch die Orders wirklich weitergibt und dann nicht an den möglichen Verlusten seiner selbst dann partizipiert. Und das sind solche Eckpunkte, die ich immer wieder gerne in Aussicht stelle, nach dem Motto, prüft, mit wem ihr handelt, denn das ist, wie gesagt, mehr als nur eine Partnerschaft in dem Sinne, es geht ja schließlich um Geld und da ist Transparenz und Fairness unser Motto. Aber ich will ja gar nicht so sehr die Werbetrommel rühren. Ihr werdet uns ja kennen und unsere USPs. Ansonsten gibt es viel nachzulesen. Aber wie gesagt, das mit dem Floating Spread, da passt der ein oder andere das immer regelmäßig an und viele Broker, die auch jetzt eben mit Punkten, also ihr müsst ja auch einfach sehen, der DAX Future notiert ja auch nicht bei 0,8 oder einem Punkt, da ist der Spread in der Regel auch höher. Und wenn die Märkte da gecovert werden, muss man sich ja immer stellen, wie erfolgen denn die Absicherungen und dergleichen. Und da immer preiswerter als das Hauptunderlying zu sein, ist auf langfristige Sicht fast schon nicht nachvollziehbar, wie da Geld verdient wird sozusagen. Weil man hat Kosten, Technologiekosten, Bridge-Kosten, Systemkosten, man hat natürlich Support-Kosten. Das muss ja alles irgendwo am Ende des Tages verdient werden. Und ein Broker, der alles zum Nulltarif raushaut, stelle ich mir die Frage, wie der überlebt, nicht wahr? Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief eintauchen, sondern eben mal sehen, was hier passiert. Im Endeffekt passiert gar nichts. Ja, das haben wir heute ein Non-Event. Da muss man mal sehen, was da letztlich noch draus wird, was daraus erwächst. Aber so, ich sag mal, volatilitätstechnisch sind wir jetzt noch immer im Niemandsland, ne? Genau, also ich kann ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute Morgen besprochen hatten. Da haben wir uns den Eurostoxx und den DAX natürlich angeguckt. Ich hatte gemeint, okay, der hängt jetzt hier oben an dem Hoch. Eigentlich sind wir abwärts gerichtet. Wir haben hier eine sehr starke Bewegung gehabt, korrektives Verhalten hier. Und sollte es jetzt über diesen Punkt drüber gehen, hätten wir einen Aufwärtstrend, ja. Jetzt hängt er da, es geht nicht weiter. Draghi spricht jetzt, das heißt, bis der nicht aufgehört hat oder vielleicht sogar irgendwas Bedeutendes sagt, wird hier auch erstmal keine Bewegung reinkommen. Ja. Ich könnte den jetzt handeln, aber dadurch, dass Draghi spricht und je nachdem, was er sagt, könnte das Ganze auch mich böse fischen. Deswegen warte ich jetzt einfach mal hier. Aber grundsätzlich, ehe das hier nicht rüber geht, sehe ich das Ganze hier eigentlich noch eher short. So, den DAX.
Hatte ich eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ja, der hatte hier ein bisschen mehr Stärke gezeigt. Man kann es auf Tagesbasis auch nochmal sehen. Wir wurden hier an der 12.000er-Marke deutlich abgefangen. Ja, befinden uns jetzt wieder oberhalb der 12.000er-Marke und hängen auch hier an diesem Hoch. Da habe ich auch gesagt, könnte man eventuell das Gleiche machen. Hier finde ich es fast noch ein bisschen gefährlicher, weil hier so viel Stärke drin war. Ali hat es dann sogar gemacht mit einem Stück im Future. Und hat jetzt den Stop auf dieses kleine Hoch hier nachgezogen. Man sieht schon, hier kann man einfach auch näher rangehen, auch hier im CFD und im Eurostoxx muss man halt hier ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass halt die kleinen Bewegungen nicht so eine große Wertigkeit haben und der Spread zu groß ist. Das heißt, Eurostoxx eher so ein mittelfristiges Ding, kann man auch mal mehrere Tage oder Wochen laufen lassen im Idealfall. Und den DAX kann man sehr schön auch jeden Tag kleine Bewegungen mitnehmen, sehr eng am Markt, da kriegt man auch bei einem kleinen Stop ein schönes CRV und so weiter. Ja, das zum DAX und Eurostoxx. Also es hat sich seitdem nicht viel verändert, außer dass man sieht, der DAX ist ein bisschen schwächer unterwegs. Aber grundsätzlich hat sich erstmal noch nichts verändert. Okay, das sieht man ja. Also wie gesagt, aber dass da oben so der Deckel drauf ist, also es war ja vorhin bei mir auch so ein Stück weit eben die Annahme, Mensch, so ein Short ist da schon ganz interessant, beziehungsweise kann interessant werden, aber es ist eigentlich ein Münzwurf vor solchen News-Events, wie wir es eben heute haben, also Münzwurf in Sachen Richtung. Da pflegt sie auch generell, ich meine, Ali, Respekt an der Sache, dass er da den Short gewagt hat. Dazu gehört natürlich, sage ich mal, auch Wissen, Mut und auch natürlich der Drang dessen, dass man weiß, was man tut. Von der generellen, sage ich mal, jetzt, weil jetzt mal was noch passiert, von der generellen Großwetterlage, seht ihr die Märkte jetzt so rein zyklisch gesehen an einem relativen Hochpunkt oder ich will jetzt mal speziell darauf spekulieren, oder sehen wir hier im Jahr 2018, ich meine, das ist ein bisschen kristallkugelartig, aber hier doch noch neue All-Time-Highs. Wie ist denn das so? Habt ihr da eine Einstellung so aus eurem Team heraus? Weil ihr handelt ja auch Aktien mittel- bis langfristig und da stellt sich natürlich schon das Thema, toppen die Indizes jetzt hier irgendwo oder haben wir die nächsten 5 Jahre Hoss vor uns oder gibt es da so eine Einstellung bei euch, so eine grobe Marschrichtung? Ja, man muss halt so ein paar Dinge einfach zusammenzählen. Also erstmal in den US-amerikanischen Märkten waren wir ja jetzt immer wieder, also das kann ich auch einfach mal zeigen, nochmal den Dow Jones auf Tagesbasis zum Beispiel. Wir sind ja permanent bergauf gelaufen, dann mit einer wirklich niedrigen Volatilität. Man sieht es hier pro Tag kaum Bewegungen gehabt an manchen Tagen. Links natürlich immer wieder eine Schublade höher. Dann kam der starke Abverkauf. Ja, man sieht es war sehr stark, sehr schnell und so weiter. Jetzt hatte dieser Abverkauf nochmal korrigiert. Und ja, das einfach zu der Lage. Wir waren hier unten an der 200er angekommen, die ich jetzt hier nicht eingeblendet habe. Die verläuft ungefähr hier und wurde dann jetzt hier wieder abgefangen an der Stelle. Es ist nach unten hin eine relativ starke Unterstützung. Das muss man einfach mal so festhalten, ja. Grundsätzlich im US-Markt ist es ja, mit den Zinserhöhungen in dem jetzigen Jahr, 3 werden ja erwartet. Irgendwer hatte, glaube ich, auch schon mal was von 4 gesagt. Wenn wir sehen, was sich da tut, bevor die nicht kommen, ist alles offen. Ja, aber grundsätzlich ist die Fantasie zurzeit eher nach unten gerichtet. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man hier weiter bergauf handeln könnte, wenn man die Signale hat. Noch sind die Zinsanhebungen ja nicht gekommen. Und ja, was einfach sehr wichtig ist, dass die Volatilität in den Abwärtsbewegungen extrem zunimmt und dass das Volumen in den Abwärtsbewegungen extrem hoch ist. Das bedeutet, in diesen Aufwärtsbewegungen sind oftmals die großen Marktteilnehmer gar nicht mehr so dabei. Ja? Und eine weitere Korrektur wäre auch jetzt noch gesund. Auch wenn die Korrekturen zurzeit sehr, sehr aggressiv verlaufen, wäre ein weiterer Verlauf in die nach unten hin eigentlich sehr gesund, um dann irgendwann wieder gesunde Longs zu suchen. Ja, jetzt finde ich, sind wir so ein bisschen im Niemalsland. Im europäischen Bereich ist es so, dass wir immer noch eine extrem lockere Geldpolitik haben. Natürlich sagt Mario Draghi jetzt irgendwas davon, dass das Quantitative Easing irgendwann gegebenenfalls mal wieder ein bisschen gedrosselt werden könnte. Aber trotzdem ist die Geldpolitik anhaltend sehr locker und es wird weiterhin Geld in den Markt gepumpt. Und trotzdem sind wir im europäischen Bereich viel schwächer unterwegs als im amerikanischen Bereich. Das
ist ja schon mal irgendwie, kann ja da irgendwas nicht so ganz passen. Und man sieht auch hier die extrem starken Abwärtsbewegungen, nicht nur diese hier, sondern auch immer wieder dazwischen. Und ja, auch die letzte jetzt hier, die hier abgefangen wurde. Also das heißt, im Moment sehe ich gerade den europäischen Bereich sehr schwach. Ja, das heißt, da muss man auf jeden Fall immer wieder mit damit rechnen, dass es hier wieder ein bisschen stärker abverkauft wird. Wir können uns das auch mal auf Woche angucken. Wir haben jetzt mal den langfristigen Aufwärtstrend angebrochen, angelutscht. Ja, das heißt noch lange nicht, dass der jetzt hier komplett kaputt ist. Das Ganze kann hier abgefangen werden und es kann weiter nach oben gehen, aber man sieht hier schon die Stärke und sollte es dann hier mal die Tiefs nehmen, dann sind wir eigentlich schon in einem relativ deutlichen Abwärtstrend. Dementsprechend, ja, im europäischen Bereich auf jeden Fall eher Short, im amerikanischen Bereich muss man ein bisschen aufpassen. Was noch da hineinspielt, ist die extrem krasse Gewichtung im S&P und auch im Nasdaq von den Fangwerten, das heißt Amazon, Apple, Facebook, Netflix und so weiter. Das sind einfach egal, wenn die sich bewegen, dann bewegt sich der Nasdaq und auch mittlerweile extrem der S&P. Ja, und solange die nicht Schwäche zeigen, ja, wird es hier auch keine Schwäche geben. Das ist schon mal eine Ansage. Ich habe übrigens den EZB-Pressekonferenz-Link reingestellt, neben dem, dass Ali da ja für uns sozusagen ein bisschen sondiert. Liebe Leute, könnt ihr da draufklicken, dann könnt ihr unseren Super Mario, so nenne ich ihn jetzt mal, live und wahrhaftig erleben, wie er denn da seine Pressekonferenz vollzieht, um dann auch vielleicht mal so ein bisschen hautnah dabei zu sein, wenn eine Bewegung am Markt kommt. Link, wie gesagt, habe ich reingestellt, müsste jeder haben. Ansonsten danke für das Review, Stefan, an der Geschichte. Also das Interessante an der Geschichte ist nur, wenn Amerika hustet sozusagen, hat ja Europa in der Regel den Schnupfen, so sagt man ja. Das heißt, wenn die Amerikaner hochziehen, müssten ja früher oder später die Europäer eigentlich wieder folgen. Also das ist ja so ein bisschen das Pendel, was sich immer hin und her schlägt. Da wird es auf jeden Fall interessant zu sein, wie die mittelfristige Geschichte ausgeht. Und da ist es ja auch so, dass wir oder auch ihr, sagen wir mal, technisch orientiert vorgeht. Und ich sage ja auch immer, das ist die Massenpsychologie des Marktes, was wir da sehen. Und Bier sage ich schon, Gier, Panik und Angst und dergleichen spielt da ja alles mit rein. Und insofern ist es definitiv gerade so ein Stück weit am Wagnis. Wie du gesagt hast, die letzten Tief, wenn die rausgenommen werden, dann können sich da die Verkaufsschleusen öffnen. Ich gebe auch hier nochmal kurz in der Runde zu bedenken, was denn da passiert, wenn zum Beispiel die ganzen ETFs auf ihren Verkaufsknopf drücken müssen, für den Fall, dass eben dann stärkere Verkaufsaufträge kommen. Das kann auch dann tatsächlich sehr, sehr schöne Skaleneffekte haben. Ich benenne auch hier Wikifolios zum Beispiel. Die sind alle long-only ausgerichtet. Wenn die denn mal verkaufen müssen, das kann schon relativ dynamisch werden. Deswegen hast du ja vorhin gesagt, solche Abwärtsbewegungen sind tendenziell mit hohem Volumen untermauert. Das unterstreiche ich und würde ich sogar noch unterstreichen, wenn es mal neue Tiefs gibt, weil dann eben alle zur Tür raus wollen. Und das kann recht, recht spannend werden. Cornelia, ganz kurze Antwort. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das gibt es bei uns auf dem YouTube-Channel dann zu sehen, beziehungsweise die Jungs von AT&T. Da stimmen wir uns dann nochmal ab, wie wir das scheren am Ende. Aber sowohl von heute Morgen als auch von heute Abend. Was ist das jetzt? Vom Nachmittag habt ihr die Aufzeichnung dann zur Verfügung. Genau. Das Thema, was du gerade angesprochen hattest mit den ETFs, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Mitgrund, warum diese Korrekturen zurzeit immer wieder so extrem ausfallen, wenn sie dann kommen. Ja, also, weil ja, da steckt mittlerweile so viel Geld drin, ja, Exakt. und diese Produkte werden auch sehr viel von automatisierten Handelssystemen gehandelt. Exakt. Und da spielt ja, da spielen ja, also die haben ja keine Emotionen. Das heißt, die verkaufen dann einfach ab einem bestimmten Level. Ja. Richtig. Und deshalb kann es hier auch schon relativ weit oben, wo wir uns ja eigentlich immer noch befinden, schon zu crashartigen Abwärtsbewegungen kommen. Sowas in der Art sieht man ja normalerweise erst, wenn der Markt wirklich schon bullisch ist. Ja. Genau. Nicht an einem All-Time-High. Ja, das ist genau der Punkt. Also das, wie gesagt, viele, ich weiß gar nicht, wer von euch schon vor 2007 in Aktien investiert hat. Das wäre auch mal ganz interessant. Schreibt es mal rein, seit wann ihr am Kapitalmarkt aktiv seid, weil ich kenne auch viele, die kaufen seit 7, 5 Jahren oder 7, 5 Jahre Aktien, aber da geht es ja seither, geht es ja nur nach oben. Ja. Man kennt das gar nicht mehr, was da 2007, 8 passiert ist oder in der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Also ich habe es live miterlebt, das ist spannend, aber es gibt Generationen und Marktteilnehmer, die sind da völlig, sage ich mal, unbeleckt. Aber schaut's mal her, sehr, sehr gut. Das sind doch mal
interessante Zahlen. Wow, seit 97, seit 99 Mark, da können wir uns die Hand schütteln. Da habe ich auch meine erste Aktie gekauft, 99. Thorsten, meine Güte, seit 35 Jahren. All-Star an der Stelle, nicht schlecht. Aber wir haben eben auch manche Kandidaten, die hier schon seit 2010, 12, 15, sehe ich gerade genau. Aber gibt es mal ein Feedback von dem Jahr, wo ihr das erste Mal eine Aktien, einen Index, ein CFD, einen Optionsschein, was auch immer gekauft habt? Das wäre mal ganz interessant, ja. Wow, 2000. Ich kann vielleicht auch mal meine Geschichte an der Stelle erzählen. Falls definitiv, das ist interessant, lass mal hören. Also ich zum Beispiel bin erst, also hatte die ersten Aktien mir gekauft nach der Finanzkrise, das heißt ungefähr 2008. Da war ich dann bei einer Direktbank, habe ganz normal zum Beispiel Citigroup oder Commerzbank, alles, was so extrem gefallen ist, gekauft. Habe dann irgendwann 100% gemacht, wie auch immer. Und ja, war dann angefixt, fand das total gut. Und das war aber damals, muss man dazu sagen, noch nicht, das war kein Trading. Ja, das war eher kaufen und liegen lassen und dementsprechend ging halt alles in diese eine Richtung und das war schön. Dann bin ich zu einem CFD-Broker gegangen, einer der ersten damals, und habe da ja eine fünfstellige Summe mit dem DAX zum Beispiel einfach versenkt, ja, weil ich einfach zu große Positionsgrößen gehandelt habe, teilweise 50 Stück und so weiter. Da kann man sich vorstellen, wie schnell dann das Geld weg war. Und das hat sich eine ganze Weile hingezogen, bis dann ich auch mal zwischenzeitlich die Nase voll hatte, ungefähr ein halbes bis sogar ein Jahr, glaube ich, aufgehört habe und dann irgendwann das Interesse wiederkam und ich dann ja ungefähr vor 4 Jahren, kann man sagen, Ali kennengelernt habe und dann da mich einfach ausbilden lassen habe und ja seitdem bei ATT handle. Genau, das ist so meine Story. Relativ klassisch, würde ich fast sagen. Na, also da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, wer länger dabei ist, hat bestimmt genauso was erlebt. Aber interessant auch, dass du dich so ein Jahr ferngehalten hast vom Markt und du hast aber den Virus in dir, so will ich es mal bezeichnen. Ja, wenn man da einmal Blut geleckt hat und auch eine Affinität für die Märkte entwickelt hat, dann ist es ohnehin, kommen wir alle nicht daran vorbei, irgendwo uns mit, sage ich mal, privater Altersvorsorge zu beschäftigen und auch in einem gewissen Bereich zu investieren. Ja, ob das jetzt aggressives Trading sein muss, Schrägstrich das Hobby zum Beruf machen als Trader oder eben als jemand, der da eine Möglichkeit in der Branche sieht zu wachsen, sei mal dahingestellt. Dennoch muss man sich ja damit auseinandersetzen und viele finden den Einstieg über die Aktien, manche holen sich eine blutige Nase und hört für immer auf, aber die Masse kehrt dann irgendwie doch wieder zurück, weil man den Virus buchstäblich in sich hat. Und dann, wenn man sich aber, sage ich mal, auf die Schulter klopft und dann anfängt, mal professionell an die Sache ranzugehen. Ich habe es ja genauso gemacht, ich habe Börsenbriefe nachgehandelt, habe Harakiri-Trading gemacht, ja, habe News-Trading gemacht, also die kuriosesten Sachen ohne Plan am Anfang. Und das muss man aber entweder erleben oder man hat gleich einen Coach, der einen an die Hand nimmt und eben vor solchen Fallstricken warnt. Deswegen hat sich auch die, sage ich mal, die Coaching- und Ausbildungsbranche sehr, sehr viel verändert in der Richtung, dass es eben jetzt nicht nur nochmal so Anhauen, Umhauen, Weggehen-Effekte ist, sondern man kümmert sich um die Leute und das hat natürlich auch einen Effekt, der sich dann auch langfristig dann auch positiv auswirkt. Markttechnisch, wie gesagt, voilà, ich habe es vorhin von Bernd, der ist jetzt gar nicht mehr dabei, leider ein guter Bekannter. Bei den Währungspaaren haben wir ein Stück weit Volatilität gesehen und sehen sie jetzt noch beim Euro-Dollar. Aber bei den Indexmärkten, ja, Stocks, DAX, das ist alles ein bisschen lahm. Ja, aber hier am Währungsmarkt geht es zur Sache. Deswegen auch Forex-Markt für viele ein Buch mit 7 Siegeln, aber der weltgrößte Finanzplatz der Welt, ja, mit über, ich habe es heute Morgen schon gesagt, 5 Billionen US-Dollar täglichen Handelsumsatz, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, da geht es eben zur Sache, nicht wahr? Und wenn man einen liquiden Markt sucht, dann ist man hier genau richtig. Wohlbemerkt bei den Top-Pairs, also wenn man jetzt irgendwie einen thailändischen Baht gegen mexikanischen Pesos handelt, dann würde ich mal davon absehen, aber Euro-Dollar, US-Dollar, schwarzer Franken, US-Dollar-Yen, das sind die Major-Pairs, da geht es zur Sache. Also insofern ist es definitiv ein Markt, der sich auch mehr und mehr, sage ich mal, dem Privat ja da geöffnet hat, dem privaten Anleger. Und ihr bei ATT handelt ja auch, obwohl Ali sich ja gesagt hat, letzte Woche viele Positionen geschlossen. ATT hat ja hier auch den Schwerpunkt mit auf dem Forex-Markt, neben dem ersten Schwerpunkt Aktien, oder? Ja, also Währungen gehören auf jeden Fall dazu. Aktien und Währungen sollte man auf jeden Fall handeln. Wie gesagt, das sind einfach die größten Märkte mit dem meisten Volumen. Man hat im Währungsbereich alles, das heißt von den etwas nicht zu liquideren Werten bis zu den top-liquiden Werten wie Euro, US-Dollar, wo man sehr schön kurzfristig handeln kann mit, also und sehr, sehr nah an den Markt rangehen kann mit extrem vielen Trendgrößen, sogar noch auf einer Minute findet man da wunderschöne Trends. Mhm. Und
Ja, da muss man natürlich, was im Währungsbereich ein bisschen schwieriger ist, ist einfach, dass ja zum Beispiel im Aktienbereich haben wir oftmals Trends, die laufen teilweise ewig. Ja, und im Währungsbereich wechseln sich halt diese Trends relativ häufig ab. Dann gibt es sogar auf manchen Trendgrößen oder Zeiteinheiten gar keine Trends, trendlose Schwierig. Phasen, wo irgendwelche Levels gehandelt werden. Und dann muss man hier vor allem sehr gut darin sein, die übergeordneten Bilder mit dem untergeordneten Bild sehr gut zu kombinieren. Also das heißt, wo befinde ich mich gerade im übergeordneten Bild? Das muss immer mitschwingen, wenn man auch untergeordnet handelt auf den kleineren Trendgrößen. Gebe ich dir recht. Ich meine, beim Währungsmarkt kommen auch noch viele Konstellationen dazu. Ich meine, langfristig gesehen, oder wenn jetzt ein großer, sage ich mal, Währungstrader bei einer Bank da seine, sage ich mal, Millionenbeträge unterbringen muss, dann guckt er, dann stellt er die gestaffelt rein und dann interessiert den der ein oder andere Hammer, dem jetzt der Daytrader interessiert überhaupt nicht. Ja? Also das ist ja auch ein ganz anderes Marktsegment, sage ich mal, wo man eben auch durchaus den fundamentalen Blick da mal schweifen lassen muss. Ich meine, die Währung bestimmt die Welt. Ich sage auch immer gern, also eine Währung ist praktisch die Aktie eines Landes, so kann man das mal sehen, ja. Und da haben wir im Prinzip die großen acht und dann noch ganz, ganz viele, viele andere. Aber ich sage mal, es ist eben ein überschaubares Territorium, was man da handelt. Also mich hat der Forex-Markt seit 2007 nicht mehr losgelassen, weil ich eben keine 5000 Aktien beobachten muss, sondern im Prinzip 15 bis 30 Währungspaare maximal. Und da kann man immer schön picken daraus sozusagen, sagen, was es da gibt. Aber ich gebe dir recht, es gibt oft so Seitwärtsgeschiebe, was manchmal ja fragwürdig ist, aber da muss man eben auch immer mal wieder auch auf Währungspaare ausweichen. Und da hat man, wie gesagt, mit 15 bis 30 Paaren einen schönen Überblick, keine hunderte Währungspaare. Und man muss aber auch einen anderen Maßstab der Bewertung eben nehmen. Ich meine, bei Aktien hast du die Fundamentalkennzahlen, hast du dies, bei Währungen hast du Bruttoinlandsprodukt, einzelne Währungs Ländermarken, die Leitzinseffekte natürlich ganz wichtig, wohin entwickelt sich Zukunftspolitik. Und wenn wir uns den Dollar mal anschauen, die Leitzinsanhebung, die jetzt hier seit 2014 propagiert und dann eben 15 auch umgesetzt wurden, sind im Prinzip alle schon involviert. Also ich persönlich sehe den Dollar ja mittelfristig, ich will nicht sagen crashen, aber mega fallen. Also ich glaube, der Dollar hat seine Jahre des Aufstiegs hinter sich. Das sieht man auch hier beim US-Dollar-Yen sehr schön, den ich auch eher so jetzt dann seit 2015 ja nach unten tropfen sehe. Das wirkt für mich überhaupt nicht konstruktiv. Aber das ist eine subjektive Meinung. Ja. Intraday kann man da auch alles Mögliche draus holen. Das ist eben auch das, wo du schon gesagt hast, es gibt auch in den kleineren Timeframes hier immer schöne Bewegungsimpulse. Und es ist ein 24-Stunden-Markt. Ja. Also wäre da in der Nacht um 1 Uhr, sollte man jetzt nicht unbedingt Euro-Dollar handeln, aber zum Beispiel die Yen-Pairs, also den japanischen Markt, den kann man da durchaus mal ins Fokus oder in Fokus nehmen oder den ozeanischen Bereich, also hier Kiwi und Aussie, also Australdollar und Neuseelanddollar, durchaus interessant. Aber finde ich ja gut, dass ihr das auch mit drin habt in eurer Ausbildung, Wenn beziehungsweise du, eben die Währungen. sorry, dass ich dir reingrätsche, wenn du Nicht möchtest, können wir unbedingt. mal zu Martin schalten. Der hat nämlich einige Trades offen, unter anderem auch den US-Dollar japanische Yen. Sehr, sehr gern. Martin ist noch im Teilnehmerkreis. Ich schieb den mal rüber, oder willst du es machen? Warte mal, Genau, Martin. mach das mal bitte. Warte mal, ich mach's mal. Wir Oder gehen mal. ich gucke mal. Ich hab ihn schon. Ich kenne ja Martin auch vom letzten Webinar, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Da ist er Ja, schon. hallo, Servus. Servus, grüß Da dich. hört man mich wunderbar, das ist perfekt. Okay, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu meiner Person, bevor ich einige Trades, ein paar ältere Trades und ein paar aktuelle Trades zeige. Sehr schön, hau rein, Martin. Okay, also mein Name ist Martin Schmei, ich bin 41 Jahre alt, habe 2016, im September 2016 die Ausbildung bei ATT absolviert und letztes Jahr hat sich ein Türchen für mich eröffnet und ich bekam die Chance, in der hauseigenen Vermögensverwaltung von ATT mitzuarbeiten, meine Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen. Und ja, und seitdem bin ich im ATT-Team und bin ich auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. So, Super. ich will das auch nicht weiter ausweiten. Ich habe ja ein bisschen Vorerfahrung, das heißt, ich beschäftige mich mit der Börse schon seit einigen Jahren. Also von daher sind mir einige Sachen ein bisschen leichter gefallen. Nichtsdestotrotz, so eine Ausbildung ist schon etwas, was wirklich was sehr, sehr viel wert ist. Vor allem, wenn man im Nachgang dann auch nicht alleine gelassen wird, sondern auch die Möglichkeit hat, sich mit erfahrenen Tradern dann auch auszutauschen. So, das wäre einfach zwei, drei Sätze zu meiner Person und dann vielleicht einige Trades. Hier haben wir den US-Dollar Panschen, was du erwähnt hast. Hier einige Trades von mir. Man muss ja auch dazu sagen, dass der US-Dollar japanische Yen sich auf Tag hier in einem Abwärtsbewegung befindet. Da sieht man hier an der linken, auf der rechten Seite. Und das heißt, man kann sich untergeordnet auf schöne Trades aussuchen.
Und da habe ich einige Trades dann abgesetzt. Die sind auch sehr, sehr gut angelaufen. Hier einfach untergeordnet einen Trend ausgesucht. Hier Trend auf Stunde. In dem Fall mich da einstoppen lassen. Dann Teilverkäufe realisiert und dann auch den Stopp geteilt. Je nachdem, man kann, da hat man viele Variationsmöglichkeiten. Das ist dann auch immer eine Stilfrage, wie man so einen Trade verwaltet. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich dann den Stopp teile, dass ich den Teil ein bisschen enger an den Markt lege und der andere Teil ein bisschen größer verwaltet, so dass ich vielleicht dann da auf Bewegung Tag handle. Da wurde ich dann irgendwann mal ausgestoppt. Dann hier ist nochmal ein zweiter Versuch, der ist auch ziemlich gut angelaufen. Hier wurde ich dann auch aus dem Markt dann rausgenommen. Aber wie gesagt, US-Dollar, japanische Yen, wenn der Markt dann ein bisschen in Turbulenzen gerät, dann kann man dann natürlich einige Körner rausholen und dann auch ein paar schöne Trades dann auch absetzen. Auch ein guter Trade, der mir gelungen ist, ist SMI hier, der Schweizer Index. Da bin ich an einem markanten Hoch reingegangen, hat dieses Hoch hier angelaufen und dann habe ich halt mit einem ganz, ganz kleinen Stopp versucht, hier auf fallende Kurse zu spekulieren. Hier habe ich meinen ersten Teilverkauf relativ schnell realisiert, damit ich einfach mal aus dem Risiko bin und dann einfach mal die Stoppverwaltung ein bisschen geändert. Das heißt, den weiteren Stopp habe ich auf Bewegung Tag umgesetzt und dann ist es rein natürlich auch ziemlich gut in meine Richtung gelaufen und dann hier in dieser Position wurde ich dann auch verwaltet. Zwischendurch auch mal die Position aufgebaut und immer wieder mal kleinere Teilverkäufe realisiert. Was könnte ich noch zeigen? US-Dollar Tech, also das sind so also Indizes und Forex-Werte. Zu den Aktienwerten können wir dann später nochmal kommen. Da sind auch einige Trades noch offen und einige laufen noch an. Hier auch so ein markantes Level. Also da muss man auch sagen, das sind 15 Minuten. Das ist ein bisschen ein kurzfristiger Bereich. Da muss man auch näher am Markt sein, muss man auch die Zeit haben, sich an den Märkten auch in dieser Zeit zu orientieren. Und hier sieht man so einen schönen Abwärtstrend und dann hat man die Möglichkeit, hier mit einem sehr, sehr engen Stopp hier auf fallende Kurse zu spekulieren. Der Kurs hat hier die Orders dann abgefischt und hat sich dann sehr schön nach unten entwickelt. Hier auch sind zwei Teilverkäufe realisiert, einmal hier und einmal hier. Und dann wurde ich dann später ausgestoppt. So, das sind so drei Werte, die ich mal vorzeigen, die ich mal zeigen wollte. US-Dollar, japanische Yen, das läuft immer ganz gut, wenn die Märkte schwächer werden. Funktioniert ganz gut. Pfund, australische Dollar, könnte ich auch noch zeigen. Das ist ein kleinerer Trade gewesen. Da der Markt hier in diesem Bereich, da war auf Tag, war das aufwärts gerichtet, das heißt, wir hatten auf Tag einen Aufwärtstrend und man hat hier die Möglichkeit gehabt, hier aus der Korrektur ziemlich eng auch in den Markt hineinzukommen. Hier sieht man, hier war mein Stopp und dann der erste Teilverkauf und dann wurde man halt hier irgendwann mal ausgestoppt. Also das kann man sicherlich immer versuchen, aber wie gesagt, im Blick immer den Tag haben, wie sich der Tag entwickelt, hat man da auf Tag einen Trend, hat man einen Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder ist man dann eher in einer trendlosen Phase? Sollte der Markt auch stärker abgeben, kann man sicherlich auch sich die Stunde zur Brust nehmen und sich angucken, ob sich da schöne Trends ausbilden. Und wenn man die zeitliche Nähe hat, kann man auch dann um 15 oder 10 Minuten Bereich dann auch versuchen, auch in den Markt hineinzukommen. Das Sehr wäre es schön. mal. Sehr schön. Also du handelst ja auch untertags, du handelst ja auch mal die Stunde und die kleineren Zeiteinheiten. Ihr bei Ja, je ATP nach. macht's ja aber auch also viel auf, also je nachdem, was natürlich für ein Trade-Horizont dann jetzt in Aussicht gestellt ist. Der US-Dollar, das war jetzt eine längere Geschichte. Aber primär handelst du auch Intraday. Aber generell macht's ja auch, kreiert ihr auch zusammen sozusagen Setups außerhalb der Vermögensverwaltung, die sozusagen dann rein End-of-Day basierend sind, oder? Ja, ich meine, wenn sich auf Tag schöne Trends ausbilden, dann muss man das einfach handeln. Also untergeordnet auf Stunde muss man das handeln. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, Euro, US-Dollar, habe ich hier zum Beispiel so einen markanten Bereich mal gehandelt. Hier hat der Euro, US-Dollar hier dieses Hoch dann rausgenommen. Und da habe ich hier sage ich jetzt mal, auf fallende Kurse spekuliert, weil er einfach die Orders hier abgewischt hat. Da oben sind keine Orders mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er auch sich nach unten entwickelt, ist ja gegeben. Und mit einem engen Stopp kann man hier versuchen, auch mal per Bewegung Tag auch das kleine Stück halt mitzunehmen. Also das kann man auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, also in erster Linie schaue ich mir Tagestrends an, das ist eigentlich das A und O, das ist ja das Wichtigste, die geben ja die Richtung vor. Die Trends auf Tag, da sind ja auch die großen Marktteilnehmer versammelt und untergeordnet Stunde, klar, wenn sich da was ausbildet, muss man das ja auch handeln.
Also man hat ja öfters ja auch bei den Währungspaaren hat man öfters schöne Trends auf Stunde. Auf Tag muss man da schon ein bisschen länger drauf warten, bis sich schöne Trends ausbilden. Also wie gesagt, kann man auf jeden Fall dann auch sich die Stunde öfters mal mit Zur einbeziehen. Gemüte führen. Ja, das stimmt, definitiv. Wunderbar. Jetzt haben wir es kurz 1500. Markus, bist du auch im ETA unterwegs? Let me know. Mal kurz gucken, ob der Markus noch zugegen ist. Oder schon. Jetzt, ich bin nicht eingeschlafen, ich habe den Knopf nicht gefunden. Habe ich dir nicht, kleine Diva, du, das habe ich dir gar nicht unterstellt, nicht wahr? Um auf den Eingangsscherz von ATT, das können Sie jetzt nicht wissen, aber wir haben da so einen kleinen Insider vorhin kreiert. Da ist der Markus jetzt schuld. Das trage ich dir jetzt noch lange nach, das Ja. weißt du. Okay, also Martin, vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall gut, dass, wie gesagt, auch immer mal ein anderer Blickwinkel reinkommt, was sicherlich den ein oder anderen Teilnehmer von uns hier sozusagen interessiert. Wie ihr denn eben generell, sage ich mal, solche Setups aufbaut. Also, ich meine, klar, ihr sucht im großen Trend, ja, geht dann in die kleineren, sage ich mal, Timeframes, versucht euch da zu positionieren, aber solche Beispiele sind dann natürlich immer sehr schön. Und was auch sehr schön wäre, gibt es denn aktuell vielleicht den einen oder anderen, ich sag mal, Haftungsausschluss, jeder handelt auf eigenes Risiko, ist eh klar, aber vielleicht das ein oder andere Vehikel, was aktuell am Währungsmarkt, Indexmarkt eben erst interessant erscheint, wo dann eben auch über das Webinar hinaus jetzt der Marktteilnehmer dann mal überlegen kann, ja, geschaut, wir haben jetzt eine Short- oder Long-Ansage gemacht, wie gesagt, keine Handelsempfehlung, aber einfach mal zu gucken, wo könnte es denn hingehen, sprich so ein klassisches Analysten-Case, ja, also man kreiert Ideen, da ist Markus auch sehr, sehr gut und affin an der Sache, insofern freue ich mich auf jeden Fall, dass das interessant ist. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz fragen. Wir haben GMT, Andreas, wenn ich das gerade mal mitteilen darf. Also unsere Server laufen nach GMT und Greenwich Mean Time, englische Zeit. Da gibt es jetzt demnächst auch eine Zeitumstellung für 2 Wochen und dann sind wir wieder in dem anderen Flow der Timeline. Also ich will ganz kurz an der Stelle aber das Mikro an Markus übergeben als Moderator an der Stelle. Ich sage auf jeden Fall Ali, vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Martin, vielen Dank, dass du dich eingeschaltet hast. Vielen Dank an die Teilnehmer. Ich muss jetzt schon wieder zum nächsten Meeting. Wir haben es jetzt schon kurz nach 3. Freue mich auf jeden Fall, dass es wieder so gut besucht ist. Ich freue mich echt, weil am Nachmittag rein statistisch weniger Teilnehmer eigentlich da sind. Jetzt sind wir fast so viel wie am Vormittag. Freut mich auf jeden Fall. Und insofern, Cornelia musste jetzt auch schon zu einem Termin. Wird sich aber sicherlich die Aufzeichnung anschauen. Ich treffe mich jetzt mit der Cornelia auf den Kaffee und Spaß beiseite. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Haut's rein, Männers. Viel Erfolg beim Trading. Im Nachgang, wie gesagt, werde ich mit den ATT-Jungs nochmal sehen, wie wir euch nochmal abholen können an der einen oder Stelle in Sachen Mailing und was ATT so anbietet. Und jetzt eben back to the market. Ali hat vielleicht auch noch ein paar Infos von der EZB, was Draghi so rausgehauen hat. Ich sage jetzt auf jeden Fall danke fürs Dabeisein. Bleibt noch dabei. Markus, das Zepter gehört dir. Ich schleiche mich dann mal raus. Okay, perfekt. Alles klar, vielen Dank. Ja, von meiner Seite nochmal Ciao. Hallo. Diejenigen, die mich jetzt nachmittags noch nicht gehört haben, und ich freue mich natürlich, dass hier wir die Jungs von ATT Trading dabei haben und wir eben hier dann auch auf die Märkte schauen können und eben uns schöne Beispiele anschauen können und vielleicht auch das ein oder andere Live-Beispiel. Da gucken wir mal. Ist Ali schon wieder in der Leitung oder ist er noch am Hören des Statements von Mario Draghi? Da mal kurz die Frage. Ich bin immer da. Ich habe ein Ohr da, ein Ohr da. Okay, aber du hörst noch quasi. Ja, natürlich, wenn er mich ruft. Ich bin auch kurzfristig, ich kann es euch zeigen, in den Bund Future reingesprungen, nachdem ich DAX rausgenommen habe. Ja, Dachte zeig mir, gerne mal. weil wir ja im Live-Training sind, dass man vielleicht mal sieht, was Genau, man das wäre macht. mal super, so Sachen zu sehen. Es ist jetzt, wie gesagt, normalerweise solltet ihr an so einem Tag nicht traden. Ich habe doch eine gewisse Erfahrung. So sieht man ja, habe hier gesehen, wir sind ja hier unten. Wenn wir uns das anschauen, Punkt genau drunter gegangen, dann habe ich kurz gewartet, gesehen, so das Volumen steigt auch. Auch das Orderbuch ist ein bisschen voller. Wie gesagt, da muss man schon für diesen kurzfristigen Handel wissen, wie das Orderbuch funktioniert. Deswegen schnellen Bewegungshandel hier, Stopp schon sehr eng. Nicht Punkt genau drauf geben, ich riskiere hier gerade mal 10 Euro. Also, das ist jetzt nicht dramatisch. Der DAX ist ja inzwischen schon raus. Sieht man auch hier. Ich habe ja den Stopp hier gehabt. Ich habe mir jetzt mal da ein bisschen was mitgenommen und sichere das jetzt mal ab, damit dann nicht ein Fehltrade noch dann hier ein Minus macht. Somit sehen wir, das könnte jetzt höher raufgehen, weil es jetzt ausschaut, als würde Draghi eben jetzt vorerst mal keine Zinserhöhungen planen.
Der Euro bewegt sich jetzt wirklich auf der Nulllinie, wie vorher. Der Bund, der alles abgegeben hat, korrigiert das. Das war auch eventuell ein kleiner Hintergedanke von mir. Deswegen hier kurzfristig rein. Ihr seht das, so also muss man halt schnell rein, relativ schnell den Stopp auch absichern. Wenn jetzt das meinen Alarm auslösen sollte, werde ich den Stopp hier im Gewinn absichern und den ein bisschen Luft geben. Normalerweise ist das immer eine Korrelation. Wenn der Bund steigt, fällt normalerweise der Markt, außer an solchen Tagen, wie gesagt, wenn Draghi spricht, da wird alles geändert. Ich fasse den DAX jetzt auch nicht noch einmal an, obwohl er wieder in die Hochs geht, wenn mir das Volumen momentan zu klein ist. Ich warte, bis jetzt eben die Konferenz vorbei ist und die US-Märkte aufmachen. Dann schauen wir uns das nochmal an. Hier würde ich jetzt schon sagen, okay, wenn er drüber geht oder auch nicht, ich werde das schon im Gewinn absichern hier. Ein paar Euros auf jeden Fall auch da mitnehmen. Wie gesagt, normalerweise nicht unbedingt ein Tag, wo ich unbedingt handeln würde, sage ich unbedingt dazu. Weil wir aber hier im Live-Handel sind und ich euch zeigen möchte, es ist machbar, aber es ist echt nicht einfach an solchen Tagen, weil normalerweise das Volumen nicht da ist, hier das Wording von ihm angeschaut wird. Da geht es auch viel um diesen Handelskrieg mit den USA, auf das er da ständig eingehen muss. Deswegen, wie gesagt, an Draghi-Tagen erst nach der Konferenz. Aber ich zeige euch, wenn man schon macht, wie man es macht, damit dann nicht jemand sagt, okay, ist das überhaupt machbar? Empfehle aber dringend, die Finger wegzulassen. Das kann euch wirklich Haus und Hof kosten, wenn ihr nicht wisst, was ihr da macht. Ganz kurz von meiner Seite nochmal die Frage. Du hattest vorab den Chart vom DAX. Wenn du den vielleicht nochmal kurz machen könntest, da hast du oben und unten jeweils zwei Alarme drin liegen. Nun hast du ja aktuell keine Position mehr. Kannst du vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen, warum diese Alarme da drin liegen, was einem das dann vielleicht sagt? Naja, für mich ist ja mal der Alarm nur da gewesen, weil ich kann ja nicht den ganzen Zeit einen Bildschirm anschauen. Ich habe zwar mehrere Bildschirme, aber man kann sich nicht alle Werte gleichzeitig anschauen. Das heißt, ich brauche irgendwas, was mir irgendwie sagt, wo ist der Markt? Also ich hätte hier, weil es auch der Pivot ist von gestern sozusagen, der Schlusskurs von gestern, dass ich mir anschaue, okay, sollte er da drunter gehen, könnte er nämlich ein bisschen mehr Bewegung aufnehmen. Man sieht hier die Pivot-Linien, die einzelnen, die haben eine Bedeutung. Ich handle sehr viel mit Pivots, mit Setups, das zeigen wir auch natürlich in der Ausbildung. Ist aber auch was für Fortgeschrittene da. Wir sehen, und noch kurz wieder zurückgehen. Ja, hier zum Beispiel wäre das der nächste Pivot hier in der Nähe. Ich würde den Stopp auch jetzt schon ein bisschen noch enger ziehen, eventuell. Oder man macht hier ganz stur Bewegungshandel auf 10 Minuten. Da schaue ich mir noch an, was er da tut. Also im Kurzgesagten ist das für mich einfach vor allem, dass mich der Alarm so wie jetzt darauf aufmerksam macht, was meine Positionen macht. Ich habe mehrere Positionen. Da sehen wir es, jetzt kommen Alarme auch im S&P. Der Markt geht gerade höher. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was Draghi von sich gibt, weil ich ja, wie gesagt, jetzt mit euch gerade rede. Aber es sieht so aus, als würde er nicht einschreiten und das bringt gerade ein bisschen wieder die Märkte rauf, weil solange er nicht sagt, ich höre auf oder es werde die Zinsen erhöhen, ist das für den Markt positiv, der geht rauf, weil keine Alternative da ist. Aber wie gesagt, schauen wir uns den S&P hier an. Vermutung war, dass er jetzt da kurz drüber gegangen ist. Wir handeln da noch nicht. Wir warten hier mal ab, was er macht. Sollte er da wirklich drüber gehen, Korrektur, dann einstiegen. Nicht jetzt vor der Markteröffnung. Auch da deswegen den Alarm zu sehen. Aha, kurz hier das rausgenommen. Das heißt, mein nächster Alarm wäre eigentlich hier. Sollte er da drunter gehen, war das ein Fehlausbruch und ich würde hier eventuell dann einen Einstieg suchen. Sollte dann nicht, dass wir jetzt ausschauen, ein richtiges Volumen da sein, wenn der Markt aufmacht. So gehe ich mit meinen Alarmen um, weil wir können uns ja nicht 3000 Werte gleichzeitig anschauen. Das heißt, man screent, legt seine Alarme und weiß dann, wie man damit umgehen muss, sollte dann das Szenario kommen. Sehr gut. Also das ist eine Sache, die ich persönlich auch eben nutze, eine Alarmfunktion, dass man eben immer weiß, okay, wenn Märkte an bestimmten Punkten sind, die man eben mit seiner Analyse sich irgendwo schon rausgesucht hat. Und sehr gut, das finde ich eben echt super sowas, ne? Und das sollte sich auch meiner Meinung nach jeder Trader mal überlegen, vielleicht solche Geschichten zu machen. Vor allen Dingen, dann handelt man nicht irgendwas, sondern man hat eben wirklich nochmal einen Punkt. Ich warte auf die Alarme, auf die wichtigen Bereiche, um dann gegebenenfalls dort eben Trades einzugehen, ne? Genau. So, wie gesagt, hier auch Alarm. Wie gesagt, das ist wichtig für mich, weil wir sitzen ja nicht den ganzen Tag am Rechner. Also zum Beispiel, wenn wir nachmittags aufhören mit den Schülern und so, gehe ich ja auch in ein anderes Zimmer, verlasse das Arbeitszimmer, lege meine Alarme rein, drehe den Ton ein bisschen höher und bin dann in einem anderen Zimmer und sollte was sein,
Sprich, den Alarm höre das, gehe ins Arbeitszimmer und sehe ja, wo was ist. Und ich habe vorher schon die Gedanken dafür gemacht. Mein Trade war ja schon geplant und kann ihn dementsprechend dann auch umsetzen. Und darum geht es ja, Szenarien, Setups vorher einzuplanen, den Trade zu planen. Das ist ja viel, viel wichtiger als alles andere. Und dann eben das umzusetzen und nicht, wenn es passiert, dann zu überlegen, was mache ich jetzt, schnell reagieren müssen und dann ist man eben meistens zu spät. Ne? Ja. Und das sieht man auch hier wieder, wir haben vorgesagt, Alarm, wo kommt der Stopp hin, sollte da drüber gehen, wird der Stopp dann wieder hingezogen, dann haben wir um die 150 Euro auch noch abgesichert, wir haben beim DAX ein bisschen was mitgenommen und der Tag ist ja noch da, schauen wir uns dann natürlich jetzt in 20 Minuten macht die USA auf, dann wollen wir sehen, was dann eigentlich passieren wird. Und hier ist es auch, man muss schon vorher wissen, wie verwaltet man das, wie sichert man sich ab. Jetzt natürlich, wenn man im Gewinn abgesichert ist, geht es darum, wie viel will ich mitnehmen, wo steige ich aus. Also meine Ziele wären in dem Bereich, beim Bund, das ist das Schöne, der kann wirklich schnell nach oben laufen. Muss man abwarten, wenn das Volumen ein bisschen jetzt höher wird, wenn der Trage offen zu reden, könnte es sein, dass er in dem Bereich geht, dann würde ich es ein bisschen enger absichern. Sollte er drüber gehen, ziehe ich ihn einfach hinterher und sichere einfach nur ein gewisses Kapital ab. Das heißt, entweder rein technischen Stopp hinterherziehen oder irgendwann hinzugehen und zu sagen, es geht jetzt nur noch um Gewinne abzusichern. Mhm. Genau. Das seht ihr übrigens auch immer wieder bei den Trades, die ich live im Facebook mache, in der Infogruppe, wenn ihr da reingeht. Wir können später nochmal die Infogruppe zeigen, für die Adresse nicht haben. Und dort könnt ihr dann auch das sehen, wie ich dann manchmal auch nur das Kapital schütze, wenn eine starke Bewegung da ist. Genau, und du würdest halt dann rausgehen, wenn du siehst, es kommt hohes Volumen oder dann einfach nur den Stop enger nachziehen und gar nicht mit dem Take-Profit oder Market rausgehen? Ja, ich mache jetzt keinen Take-Profit, ich bin ja jetzt da am Markt. Ich würde schauen, wenn das Volumen steigt, wenn er höher geht, ziehe ich den Stop immer hinterher. Sollte ich sehen, das Volumen steigt nicht, der hängt da irgendwo fest, dann würde ich dann sehr eng gehen und einfach eventuell sogar aussteigen und mir einen gewissen Prozentsatz an Gewinn für heute mitnehmen. Sollte ich nicht aufgestoppt werden vorher. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch andere offene Trades, sind das jetzt die einzigen? Naja, das schauen wir uns dann an. Ich würde noch jetzt die Jungs ein bisschen drin lassen. Ja, okay, machen wir das so. Damit ich den Draghi ein bisschen zuhöre und dann komme ich auf euch nochmal zurück. Also kurz nach US-Öffnung, dann schauen wir uns die anderen Trades an. Gehen gerne auch aufs große Konto, das können wir auch gerne machen. Okay, dann zu dir, Stefan, erstmal wieder. Hast du noch was Interessantes für uns? Ja, was man jetzt überlegen könnte oder was ich überlege, ist, ob man diesen britischen Pfund Schweizer Franken, nachdem Draghi aufgehört hat zu sprechen, auch hier möchte ich darauf warten, bis der aufgehört hat, zu sprechen, ob man den eventuell ganz eng mit einem wirklich kleinen, mit einer kleinen Size und mit einem ganz engen Stop versucht, hier an dem oberen Punkt zu shorten. Also wir sind ja hier gegebenenfalls, also wir sind ja hier gewissermaßen abwärts gerichtet. Das sieht man auch hier untergeordnet ein bisschen schöner. Das heißt, wir haben hier den Trend, dieses Hoch, was gerade korrigiert wurde. Dann haben wir hier noch dieses Hoch, was hier ungefähr auf dem gleichen Level liegt, zumindest der Schlusskurs. Mhm. Was mich ein bisschen stört, ist die Stärke und das letzte Tief. Also das gefällt mir nicht, weil das wurde hier schön abgefangen, ja, direkt hier unter dem Tief und natürlich hier in diesem Unterstützungsbereich. Das finde ich nicht so schön, aber jetzt sind wir hier oben wieder an diesem markanten Punkt auf Tagesbasis angekommen. Mhm. Da muss man jetzt auch nicht sofort reinspringen. Wenn man ein paar Pips schlechter reinkommt, ist das kein Problem. Also das heißt, wir können uns das gerne heute Nachmittag noch weiter angucken. Ein bisschen Schwäche wäre schön. Und dann könnte man das pauschal hier ja, dann shorten, den Stop hier oben drüber. Und wie geht es dann weiter? Dann warten wir darauf, dass sich hier der Aufwärtstrend, den wir hier haben, dass sich der dann umdreht. Also sollte der Trade anlaufen. Da unten wäre mal das primäre Ziel, ja, wenn sich der Abwärtstrend fortsetzen sollte, hier der große. Und dann würden wir den Stop auf diesem kleineren Trend, der sich dann hier eventuell bildet, hinterherziehen. Und dann auf dem Weg nach unten, hier beim ersten Ziel, spätestens den Teilverkauf machen oder die Position schließen. Sollte sich der Trend fortsetzen, kann es natürlich auch nochmal ein Stück tiefer gehen. Das wäre eine Überlegung. Das ist auch grundsätzlich so der Ansatz, den wir sehr häufig in Betracht ziehen. Eine sehr, sehr, sehr weite Korrektur.
bis zu 100% in die und dann in die Trendrichtung wieder handeln. Und jetzt nochmal zum Trigger. Also wann würdest du jetzt dort einsteigen, aus dem Bauch raus, oder wartest du, bis da jetzt irgendein Tief unterschritten wird, oder da, dass das die Teilnehmer nochmal mitbekommen, wenn man da nochmal jetzt vielleicht auf den Stundenchart guckt oder so? Ja, also normalerweise, man hat ja die Möglichkeit, hier einfach auf ein Signal zu warten. Ja. Dementsprechend, wenn sich dieser Aufwärtstrend einfach umdreht in einen Abwärtstrend. Oder man geht halt einfach pauschal hier oben an dem größeren Trend, an dem Hoch Short. Wie gesagt, ich würde jetzt noch ein bisschen warten, bis sich der Markt ein bisschen beruhigt hat. Man merkt schon, okay, es wackelt noch ein bisschen hin und her. Ich würde noch warten, bis Draghi zu Ende gesprochen hat. Und dann schaue ich mir das nochmal an. Eventuell ein bisschen mehr Schwäche würde ich gerne sehen. Eventuell auch noch hier abwarten, wie vor allem diese Stundenkerze schließt. Wenn die dann eventuell nochmal unterlaufen wird, dann könnte man das mal in Betracht ziehen, da eng reinzugehen. Man kann das auch, das Gute ist halt an so einer, an diesem Trade, man muss von vornherein sagen, das ist ein sehr gefährlicher Trade. Das heißt, das Hoch ist sehr, sehr nah. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass es dann der Stop geholt wird, weil wir sind ja hier eigentlich auf der kleineren Trendgröße auch immer noch aufwärts. Aber wir haben einen sehr engen Stop. Wir können die Size klein halten, denn wenn so ein Trade mal anläuft, dann kann man auch mit kleiner Size gute Gewinne erzielen. Und das sind einfach die großen Vorteile. Genau. Okay. Und genau, Also das. in Prozent hatten wir heute Vormittag schon mal gesprochen. Für diejenigen, die das jetzt heute Vormittag vielleicht nicht mit dabei waren, wir hatten ja davon gesprochen, oder du hattest gesagt, dass du eben schon so im 0,1, 0,2, 0,25% Risiko, das ist dann eben so schon ein kleines Risiko, oder was kann man hier vielleicht eventuell so ein bisschen annehmen, so ganz grob zu sagen, was ist kleines heißt in Risikoeinheiten? Ja, es kommt jetzt natürlich auf das Trading-Konto an. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man jetzt zum Beispiel mal 6.000 Stück nehmen würde und einen engen Stop, dann hätte man ungefähr 10 Euro Risiko. Würde der Trade aufgehen und man kommt bis hier unten hin, dann hat man ungefähr 100 Euro verdient, was ein CRV von 1 zu 10 ist und gesehen auf das minimale Risiko ja eigentlich schon mal ein spürbarer Gewinn für auch kleine Konten, so 1.000, 2.000 Euro, was auch immer. Ja. Wir sagen, wie gesagt, 0,25% bis 1% sollte das Risiko sein. Das kommt auch auf den Trader drauf an. Wer sich bei noch weniger Risiko wohlfühlt, der sollte das halt wählen. Also man muss sein Risiko sowieso immer so wählen, wie man sich persönlich wohlfühlt. Und der fachliche Rahmen, also die 1%-Regel, sollte trotzdem einbehalten werden. Nee, da vor allen Dingen auch bei so längerfristigen Geschichten, wo man ja wahrscheinlich dann eben auch mal ein, zwei, drei Versuche braucht, bis das dann eben dann vielleicht auch mal aufgeht. Manchmal geht es gleich auf, aber manchmal braucht man dann eben gegebenenfalls zwei, drei Versuche bei so einen Geschichten, ne? Bis die dann eben anfangen zu laufen. Und dann sollte das Risiko halt nicht zu groß sein, ne? Genau, also es kann auch gut passieren, dass das Ganze, Moment, hier jetzt die Stops holt und dann wieder dreht. Ja, und dann das passiert. Das passiert halt sehr häufig im Indexbereich und auch bei den Währungen. Und das heißt, gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt hier einen Einstieg, legen den Stop hier oben drüber, wir werden gefischt, dann dreht der Markt wieder und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, ein zweites Mal untergeordnet, wenn sich der Trend dann dreht, wieder einzusteigen. Das heißt, Wiedereinstiege gehören ja dazu. Das könnte man dann auch immer noch machen, wenn das Ganze hier, also das heißt das Stop-Fishing, jetzt nicht unbedingt so aussieht, also extrem stark. Ich hatte ja heute Morgen auch schon mal angesprochen beim Eurostoxx, entscheidet sich halt hier genau an der Marke, ob es einen Aufwärtstrend gibt oder nicht. Man sieht jetzt hier, das ist jetzt vorbei. Ja? Short brauchen wir jetzt hier nicht mehr gehen. Also es kommt auf die Kerze drauf an, sollte die sich jetzt natürlich komplett wieder verabschieden und noch mit einem Art Umkehrstab schließen, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Aber sollte die so schließen, dann braucht man nicht mehr über Shorts nachdenken. Dann haben wir einen schönen Aufwärtstrend, der sollte korrigieren und dann können wir hier auch kurzfristig wieder long gehen. Und genau, das heißt hier Wiedereinstieg auch dann nur, wenn das Ganze dann zum Beispiel wieder in diesem Bereich schließt nach dem Stop Fishing.
Stopfishing nochmal kurz für diejenigen, die nicht wissen. Also man geht davon aus, dass der Markt einfach die Schwäche vorher noch nicht findet und viele Marktteilnehmer einfach darauf warten, dass der Markt diese Hochs dann nochmal rausnimmt und dann eben Positionen eingehen. Da sitzt jetzt keiner vorm Rechner und fischt jetzt da Stops weg. Das ist im Prinzip ja nicht, eigentlich nicht der Fall, ne? Genau, also vielleicht ganz kurz zum Stop-Phishing. Was klar sein muss, wir haben hier einen Trend. Ich zeichne den jetzt hier mal ein bisschen unsauber ein, beziehungsweise machen wir es anders. So, wir haben ungefähr das, dann haben wir hier das Tief und hier den Trend. So, dann sind wir jetzt hundertprozentig korrigiert. Natürlich muss man davon ausgehen, dass hier noch sehr viele Stops auf unterschiedlichen, minimal unterschiedlichen Niveaus der anderen Marktteilnehmer liegen. Und dann ist das ganz einfach so, dass der Markt oftmals diese Stops holt. Und dann ist die große Frage, also haben diese Stops genug aus, also genug Kraft, um die eventuell wieder nahenden Shorts hier also entgegenzustemmen? Oder dreht der Markt wieder? Das heißt, wenn der Markt dann wieder dreht, dann waren die Longs, die hier lagen, das sind ja dann die Stops, schwach. Also zu schwach, um den Markt hier komplett zu drehen. Und dann kann das Ganze halt wieder extrem kippen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist für die Stärke des Trends. Und dann kann man auch wieder in die Short-Richtung einsteigen. Okay? Genau. Und dafür braucht man eben, manchmal hast du ja gerade erklärt, dann eben doch immer den einen oder anderen Versuch, weil manchmal zieht der dann eben nochmal an und dann muss man eben nochmal einen Re-Entry finden. Und dafür ist es halt dann wichtig, dass das Risiko eben nicht zu groß ist für den ersten Versuch, dass man dann auch noch mental die Kraft hat und nicht nur vom Konto, sondern gerade eben vom Kopf her dann eben auch einen zweiten oder dritten Versuch ganz locker umsetzen zu können. Ne? Ja. Das ist ja so der Kern und wichtigste Punkt eigentlich dann dabei. Okay, habt ihr noch andere Märkte? Vielleicht nochmal der Martin, oder wir hatten heute früh nochmal von einem Felix gesprochen. Vielleicht da auch nochmal was, ob da vielleicht noch Setups sind, offene Trades sind oder Trades, die auch gelaufen sind, die man mal erklären kann. Das ist ja das immer, was die Teilnehmer doch immer ganz interessant finden, hier eben solche Geschichten zu besprechen. Ansonsten können wir auch nochmal gleich gucken, US-Eröffnung in 8 Minuten, was hier eventuell wichtig ist an interessanten Marken für die US-Eröffnung, ob sich da dann vielleicht nochmal das ein oder andere Setup ergibt auf Daytrading-Ebene. Ja, das vielleicht nochmal so ein paar interessante Geschichten jetzt dann gerade für US-Märkte, Dow Jones, S&P, Währung vielleicht nochmal drauf gucken. Ja, Felix hier, ich kann gerne noch ein paar Trades zeigen bis zur Eröffnung, dann hätten wir die 8 Minuten damit überbrückt. Perfekt. Stefan, kannst du ihn umswitchen oder muss ich, soll ich gucken? Moment, er ist schon Organisator. Ich switche ihn ganz kurz. Okay. Alles klar, noch den richtigen Bildschirm aussuchen. Einen Moment. Genau, bei mir gibt es hauptsächlich offene Aktientrades. Ich handle hauptsächlich Aktien. Bin also eher selten so ganz kurzfristig in den Indizes und Forex unterwegs. Hier ein paar Beispiele. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die allseits bekannte Apple. Man sieht leider diese Ein- und Ausstiegspfeile ein bisschen schlecht. Hier war ich ursprünglich in die Long-Richtung unterwegs. Hier ist dieser grüne Einstiegspfeil in die Long-Richtung unterwegs. Wir haben hier, man sieht es auf dem großen Bild, einen deutlichen Aufwärtstrend. Ich bin hier unten eingestiegen, habe hier einen Teilverkauf gemacht und hier oben einen Teilverkauf gemacht. Und nachdem der hier oben dann so schön am Ziel angekommen war, Setup so ganz grob, so ähnlich wie zum Beispiel jetzt auch dann im Pfund Schweizer Franken, also ist einfach an einen markanten Punkt gelaufen, bin ich eben dort ausgestiegen und direkt hier, man sieht es hier, den roten Pfeil, ich hoffe, man kann es sehen, hier direkt wieder eingestiegen, bin jetzt aktuell in die Short-Richtung unterwegs, ist am gleichen Tag noch sehr schön angelaufen, jetzt aktuell wieder ein bisschen in der Korrektur, bin jetzt mal gespannt, wie es heute eröffnen wird, aber auch hier sieht man wieder das wahnsinnige Potenzial, kleiner Stop, der Stop liegt hier oben drüber, über dem Allzeithoch und das Ziel eben hier unten, das ist auch wieder ein Vielfaches, was ich da verdienen kann. Und ich habe hier in dieser Position deutlich weniger sogar nur riskiert, als ich hier mit meinem Aufwärtstrade schon verdient habe. Also in sich kann ich bei der Apple eigentlich nichts mehr verlieren. Sehr gut. Dann Sehr haben gut. wir ja. hier noch die ATO. Letzten Endes
Man wird das schon mitbekommen haben, wir handeln hauptsächlich Trends. Auch hier haben wir wieder einen Trend, in dem Fall eben in die Short-Richtung. Hier bin ich an dieser Stelle eingestiegen. Wir sehen hier jetzt gerade den Tageschart. Ich kann es auch mal gerne auf der Stunde zeigen. Hier ist wieder dieser Einstiegspfeil, der ist leider wieder nicht so schön zu sehen. Stop liegt hier oben, ist schon deutlich angelaufen. Hier habe ich schon einen ersten Teilverkauf gemacht. Das war ungefähr bei einem CRV von 1 zu 1. Habe ich die Hälfte der Position verkauft und ab diesem Punkt ist es mir eigentlich egal, was in dem Trade passiert. Sollte es wieder nach oben laufen und nicht ausgestoppt werden, war es eine Nullnummer. Dann habe ich aber auch nichts verloren bei dem Trade und wenn es eben weiterläuft, wir sehen hier unten noch ein schönes Ziel, habe ich da auch wieder üppig verdient. Diese Teilverkäufe sind ja prinzipiell eben auch gerade für den Kopf wieder wichtig, ne? Dass man eben, genau wie du jetzt gerade sagst, dass du, wenn man sich mit Teilverkäufen beschäftigt, jetzt einfach wirklich locker in dieser Position drin bleiben kann, wirklich keine Angst mehr haben muss, dass man irgendwo was verliert, es sei denn, kommt vielleicht ein kleines Gap oder so. Aber man ist einfach lockerer dann, ne, wenn man Teilverkäufe macht, oder? Wie fühlst du dich mit diesen Teilverkäufen, ne? Wenn man mal im Vergleich, auch wenn man sie nicht machen würde? Genau, Teilverkäufe sind eigentlich so das wichtigste Instrument, das wir haben zur Trade-Verwaltung. Man sieht es ja auch hier, ich habe aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte offen. Das könnte ich natürlich, wenn ich die alle noch im Risiko hätte, könnte ich natürlich nicht 6 Werte parallel aufmachen. Wir hatten vorhin schon über das Money Management mal gesprochen. Wenn ich dann 0,5% pro Trade zum Beispiel riskieren würde und ich hätte 6 Trades parallel offen und könnte da jeweils noch ein halbes Prozent verlieren, könnte es mir ja passieren, wenn der Markt jetzt komplett dreht, dass ich 3% an einem Tag verliere. Das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen ist das wirklich eine sehr schöne Sache. Ich warte praktisch so weit, bis ich meinen Trade absichern kann, sichere ihn dann entsprechend ab. Ich habe die Möglichkeit, denkst du mal so ein Rechenexempel, entweder zum Beispiel nach einem CRV verkaufe ich die Hälfte und bin dann risikolos. Wenn er natürlich schon weiter als ein Risiko, sage ich mal, gelaufen ist, kann ich auch weniger meiner Position verkaufen, um es komplett abzusichern und kann eigentlich ab diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Teilverkauf gemacht habe, den Trade mehr oder minder schon vergessen. Man sieht hier, ich habe die Alarme drin liegen, der liegt vielleicht ein bisschen tief. Heißt, ich muss diesen Wert jetzt das nächste Mal erst wieder anschauen, wenn ich einen Alarm bekomme, dann schaue ich kurz drauf, was ist zu machen. Dreht er wieder nach oben, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Oder wenn er eben weiter nach unten geht, auch eine Entscheidung treffen. Und die könnte zum Beispiel lauten, dann noch einen weiteren Teilverkauf zu machen. Also das Trade Management eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die auch über Erfolg oder Misserfolg der Trading-Karriere entscheiden können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es kommt jetzt hier nochmal kurz die Frage, wenn man jetzt diesen Stop drin hat und es zielt wahrscheinlich darauf ab, dass ja die Aktien zwar auch in der Vorsession gehandelt werden teilweise, aber eben auch eine Hauptsession haben, beziehungsweise auch Gaps entstehen können. Wie oft kommt es vor, ist jetzt hier die Frage, dass eben der Stop-Loss, beziehungsweise auch wenn man ihn nachzieht, dann doch schlechter ausgeführt wird durch ein Gap, was ja durchaus auch dazu führen kann, wenn ich hier meinen Stop schon im Plus habe, dass ich trotzdem ja noch im schlechten Fall im Negativen rausfliegen kann. Genau, also vor Gaps ist man grundsätzlich natürlich nicht gefeit. Es kann natürlich immer mal eine unerwartete Meldung zu einem Unternehmen kommen und dann eröffnet sie eben mit einem Gap nach oben oder nach unten. Wichtig ist da halt schon mal die Vorauswahl der Werte. Also man schaut sich mal die Vergangenheit an. Wie sieht es aus? Gab es da in der Vergangenheit größere Gaps? Waren die Gaps tendenziell eher in die Trendrichtung oder gegen die Trendrichtung? Dann ganz, ganz wichtig, bevor man einen Trade eingeht, genau sich über den Wert informieren. Zum einen, wann stehen News an, sowas wie Earnings, Dividendendatum etc. Und auch immer ganz interessant, aus welcher Branche kommt zum Beispiel der Wert. Jetzt war es die ganze Zeit, als zum Beispiel durch den Herrn Trump die Pharmaindustrie viel in den Medien war, aufgrund der Obamacare etc. Das ist so eine Phase, da kann es eher mal zu großen Gaps kommen. Dann lässt man besser die Finger weg von so einer Branche. Insgesamt sind zum Beispiel Ölwerte immer sowas, was etwas riskanter ist. Und da kann man dann schon einiges vermeiden. Andererseits so ein, zweimal im Jahr oder auch kommt auch mal ein größeres Gap vor. Da aber dann halt auch mal eins in die Richtung, dass es positiv für einen ausfällt oder auch in die negative Richtung. Und unterm Strich hebt sich das doch dann meistens auf.
Ja, und genau, und dadurch, dass man ja eben auch in mehreren Positionen unterwegs ist, sein Money Management in dem Sinne oder eben die Positionsgröße auch so wählt, dass sie im Verhältnis zum Konto wirklich klein ist. Selbst wenn hier wirklich mal ein Gap kommen sollte, was exorbitant groß ist, und meiner Meinung nach ist hier dann eben auch ist immer positiv zu sehen, wenn man Short unterwegs ist und nicht Long, denn wenn eben wirklich eben irgendeine Krise, irgendeine schlechte Nachricht rauskommt, dann sind eben gerade Gaps nach unten, beziehungsweise dann auch Moves nach unten meistens etwas stärker als nach oben. Somit kann man hier zwischen Long und Short dann auch noch immer so ein bisschen unterscheiden in puncto Gaps, ne? Gerade große Gaps, extrem Gaps. Genau, das sind zum Beispiel solche Geschichten wie Fukushima oder solche Störfälle. Ich sag mal, es gibt eher Szenarien, bei denen es zu Short Gaps kommt als zu Long Gaps, und die Short Gaps sind meistens dann auch massiver. Deswegen, wie du richtig gesagt hast, in die Short-Richtung, das ist deutlich ungefährlicher. Aber insgesamt habe ich eigentlich keine Angst vor Gaps, weil ich gucke, dass ich mich vorher so gut wie möglich informiere, habe ein bisschen mein Money Management angepasst. Wenn ich zum Beispiel mal einen Wert handeln sollte, der größere Gaps hat, passe ich mein Money Management an, gehe mit ein bisschen einer kleineren Position rein, dass mir da einfach nichts passieren kann. Ja. Also keine Angst vor Gaps. Sehr gut, sehr gut. Nein, also wie gesagt, das ist eben natürlich im Positionshandel. Wenn man natürlich hier auch teilweise mal im Daytrading unterwegs ist und dann eben beobachtet, dass da wirklich Lücken entstehen, auch im Dow Jones und so, dass fast täglich in letzter Zeit irgendwo immer in irgendeiner Art und Weise ein Gap entsteht, das ist natürlich für den Positionshandel eine ganz andere Geschichte, weil die Gaps im Verhältnis zu den generellen Stops und zu den generellen Zielen dann trotzdem eigentlich verhältnismäßig klein sind, ne? Und von daher ist es in der Regel, so kenne ich es auch von meinem Trading, von meinem Positionstrading, dass eben Gaps nicht so eine große Rolle spielen, auch wenn sie mal etwas größer ausfallen. Genau, ja. Ich hätte noch drei Werte, die würde ich noch zeigen, und dann, der Markt hat gerade eröffnet, dann können wir vielleicht nochmal zu Stefan oder Ali Genau, schalten. Die falls da können von sich. den beiden Jungs irgendwas sein sollte, irgendwas Akutes, Genau. dann einfach reinbrüllen. Ansonsten gerne gucken wir uns die Beispiele hier nochmal an. Und auch gerade die Gedanken dahinter sind immer sehr interessant für auch die Zuschauer. Genau, Stefan hat ja schon gesagt, wir sind grundsätzlich eher mittelfristig unterwegs. Aber wir gucken natürlich auch, dass wir jeden Wert maximal ausquetschen. Das ist jetzt mal hier so ein Beispiel. Aus irgendeinem Grund wird der Einstiegspfeil hier nicht angezeigt. Ich bin aber jetzt schon seit 6. Juli letzten Jahres in dieser, in der GEL hier Short. Habe hier damals auch ursprünglich meinen Stop hier oben liegen gehabt. Also man sieht einen ganz kleinen Stop, und der ist mittlerweile wahnsinnig gelaufen. Also ich bin bei 31 Dollar rein. Der steht aktuell bei 20 Dollar. Also habe ich da etwa 30% in dieser Aktie schon mitgenommen, habe natürlich da auch schon mehrere Teilverkäufe an markanten Tiefs gemacht. Und das ist auch so ein Wert, da habe ich jetzt noch eine kleine Restposition drin, habe meine Alarme drin liegen, den schaue ich mir eigentlich gar nicht mehr täglich an, weil sollte da irgendwie was Größeres passieren, bekomme ich ja einen Alarm. Und mein Geld verdient habe ich in dem Fall eh. Mein Stop ist mittlerweile hier schon auf dieses markante Hoch nachgezogen. Also wenn der wieder nach oben dreht, werde ich hier ausgestoppt, und wenn er weiterläuft, freue ich mich umso mehr. Solche Werte sind immer ganz interessant, wenn man so lang laufende Werte hat. Dann braucht man gar nicht unbedingt in den Indizes dabei sein, weil wenn der Gesamtmarkt einfach nach unten geht, profitiert man dann auch durch die diversen Aktien, die man offen hat. Gut, dann hätte ich hier noch die JBL. Das ist so ein Wert, der leider nicht so schön läuft. Auch immer mal interessant zu sehen, aber eben hier dafür kleines Risiko eben dann, ne? Und wenn man dann eben Werte hat, wo man das 10, 20-fache des Risikos verdient, dann sind eben so Sachen, die eben nicht so gut laufen, ja auch nicht so schlimm, ne? Genau, hier ist der Einstiegspfeil. Man sieht ihn wahrscheinlich wieder ziemlich schlecht. Ich bin hier eben eingestiegen, mein Stop liegt hier oben drüber. Der Wert ist am ersten Tag noch schön angelaufen. Ich habe es leider nicht geschafft, da einen ersten Teilverkauf zu machen. Der war noch nicht ganz ein Risiko vorne, deswegen hier noch kein Teilverkauf. Aktuell sieht es natürlich aus, als würde der weiter in die Long-Richtung gehen, und ich würde dann hier ausgestoppt werden. Auch das gehört natürlich dazu, aber vorher klar das Risiko festgelegt und berechnet, und dann ist man eigentlich da auch wirklich entspannt. Da braucht man natürlich eine Weile Erfahrung, bis man sowas locker sieht, aber es ist nur ein Trade von vielen, und dementsprechend kann man das ganz entspannt sehen, zumal wenn man gerade noch parallel vier, fünf Werte offen hat, die alle ganz gut laufen.
Hier mal noch ein Beispiel. Hier war es so, hier ist der ist richtig nach unten geschnellt nach meinem Einstieg. Hier ist der Pfeil etwas verschoben. Also ich bin an dieser Stelle hier eingestiegen. Der ist direkt massiv runtergegangen. Man sieht hier, ich habe meinen ersten Teilverkauf gemacht. Da war ich schon mehrere Rs vorne, weil der eben schon langsam hier so in diese Zielzone kam. Und ich wollte, ich hatte eben Angst, dass genau dieses hier passieren könnte. Also lieber mal einen Teilverkauf gemacht, Hälfte der Position raus. Und seitdem ist er dann eben auch wieder in der Korrektur. Er hat genau hier unten dieses letzte Tief abgeholt. Man sieht es hier unten. Und seitdem ist er nach oben geschnalzt. Entsprechend, mein Stop liegt immer noch hier oben. Ich lasse den auch laufen. Das ist für mich immer noch der Stop an der richtigen Stelle. Das ist an einem signifikanten Hoch. Erst da entscheidet sich, sage ich mal, langfristig, ob es in diesem Wert nach oben oder eben nach unten geht. Teilverkauf gemacht, abgesichert, Geld mit verdient. Auch hier wieder alles ganz entspannt. Und du würdest eben mit der Position jetzt kein Geld mehr verlieren, auch wenn sie wieder steigt und oben ausgestoppt wird, ne? Sondern hast du genau, ich habe so, ja. Genau, hier habe ich ja sogar schon wirklich nur einen Teilverkauf gemacht, trotz der großen Strecke, aber halt man sieht ja hier das Verhältnis von meinem Stop und zum ersten Teilverkauf, also in dem Wert, selbst wenn der ausgestoppt wird, habe ich da wirklich noch ordentliches Geld verdient. Genau. Also es ist halt auch immer so ein bisschen... Ganz kurz nochmal zur Idee des Einstiegs, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze. Okay, das haben wir eigentlich... Moment, ich mache mal hier meine Zeichnung raus. Das ist vielleicht etwas verwirrend sonst. Also wie immer Trendhandel. Wir sehen, dass der Wert abwärts gerichtet ist. Ich zeichne das mal ganz grob hier so ein. Abwärts. Trend eindeutig, hier eben die langsam laufende Korrektur hat hier 100% und mehr korrigiert. Man sieht hier, hat hier oben die Stops geholt, der Leute, die eben hier ihre Stops liegen hatten, ist einmal kurz drüber gespiked und hat direkt wieder nach unten gedreht und dementsprechend bin ich eben hier eingestiegen und Stop übers letzte hoch und genau, das war eben mein Einstieg. Also wie immer eigentlich Trendhandel. Man sieht es auch im kurzfristigen Bereich handeln wir Trends. Im langfristigen sind die Trends sogar noch viel schöner. Also es wiederholt sich eigentlich auch über alle Asset-Klassen, ja, dass wir einfach Trends handeln. Sehr gut. Ja, dass das eben auch die Teilnehmer mal mitbekommen, nochmal hören, immer wieder hören, dass eben wie der Hintergrund des Einstiegs ist, eben gerade, was ihr ja ganz gerne macht, dass man wirklich teilweise 100% der letzten Kernbewegung eben wirklich abwartet, manchmal eben auch ein bisschen eher, aber hier die meisten Setups, die ihr vorstellt, wirklich da die letzte Kernbewegung des Haupttrends eben wirklich schon nahezu zu 100% oder manchmal auch mehr sogar zurückerobert wurde und sich dann ein Setup oder ein Trigger bildet, um dann eben wieder mit der Kerntrendrichtung einzusteigen und somit man dann eben ein interessantes Chancenrisiko bekommt. Ne? Genau, umso höher natürlich der Wert korrigiert, umso höher wird auch wieder das Potenzial und dementsprechend ist natürlich, wünschen wir uns natürlich Werte, die möglichst weit korrigiert haben, in dem Fall 100 oder vielleicht sogar 103%. Und dann kann man eben einsteigen, hat einen kleinen Stop, großes Potenzial. Und das sind eben diese Werte, in denen man dann auch das Vielfache seines Risikos verdienen kann. Jetzt kommt hier nochmal die Frage, wie ist das mit dem Intraday-Handel mit Aktien? Könnte man denn solch Setups oder die ähnliche Herangehensweise, ich sag mal, wenn man jetzt hier unten die Zeitskala nicht hätte, dann könnte man ja auch sagen, okay, das ist vielleicht auch ein Chart, der hier nicht über mehrere Jahre läuft oder mehrere Monate läuft, sondern eben vielleicht auch nur mehrere Stunden wäre. Könnte man das oder macht ihr das dann auch auf viel, viel kleineren Zeitebenen? Wir schauen uns eigentlich hauptsächlich die Aktien, den übergeordneten Trend nur auf Tag an und gehen auch nicht weiter als die Stunde. Ich kann es mal, ich habe jetzt den Wert, muss jetzt selber mal schauen. Wenn wir hier aber so ganz klein werden, haben wir eigentlich keine sauberen Trends mehr in den Aktien. Wenn wir da zum Beispiel jetzt auf 5 Minuten gehen und so weiter. Deswegen im Normalfall bleiben wir auf Tag und Stunde. Ist eigentlich auch das, was sich bewährt hat. Man muss auch schauen, bei Aktien ist natürlich der Spread auch ein bisschen größer. Es ist nicht ganz so liquide wie die Indizes. Und da kann man dann eigentlich ganz entspannt auf Stunde und Tag schauen und braucht sich eigentlich da nicht irgendwie um Einstiege auf den ganz kleinen Zeiteinheiten kümmern.
Wir haben zum Beispiel jetzt hier, wenn man mal schaut, das war ein Stop vom 1,70 Dollar etwa. Ja, warum soll ich da noch irgendwas probieren auf den kleinen Zeiteinheiten, wo die Trends deutlich unbeständiger sind, ich dann viel mehr Einstiege machen muss, bis ich mal einen Trade erwische, der läuft. Da bleibe ich lieber entspannt eben auf den großen Zeiteinheiten. Aber man kann es vom Prinzip her, könnte man es auch von einer ähnlichen Herangehensweise natürlich dann auch auf kleineren Zeiteinheiten machen. Ne? So Theoretisch vom ja, es ist dann halt Trend nur haben. deutlich zeitaufwendiger Ja. und man braucht deutlich mehr Einstiege, bis man mal wirklich einen schönen Trade erwischt. Ist Geschmackssache, wobei ich grundsätzlich für den kurzfristigen Handel dann doch eher Forex oder Indizes empfehlen würde. Man sieht auch, viele Aktien sind untergeordnet, wenn man dann mal zum Beispiel sich den Minutenchart oder sowas anschaut, gibt es da keine sinnvollen Trends mehr oder die Kerzen sehen schon ganz komisch aus, einfach weil sie nicht bei weitem nicht so liquide sind. Ja, und gerade US-Aktien ja dann eben, wie gesagt, 15:30 Uhr unserer Zeit ja dann immer erst loslegen und dann ist die Handelszeit im Verhältnis zum Forex-Markt oder auch zu den Index-Futuren, ist halt die Kernhandelszeit von gerade, also von US-Aktien halt auch nicht so lang. Na, das sind dann eben von 15:30 Uhr dort gerade mal ein paar Stunden, wo wirklich, ich sag mal, die Luzi abgeht. Und deswegen hat man natürlich im Forex-Markt und in anderen Bereichen eben viel mehr Möglichkeiten, dann eben auch von der Zeit her, vom Kernhandelszeit im Daytrading eben oder im kurzfristigeren Handel da eben bessere Setups und interessantere Setups zu finden. Ja, ganz genau, ja. Sehr schön. Nee, gute Geschichten hier von der Aktienseite. Dann nochmal die Frage an Stefan oder auch jetzt an Ali. Gibt es nach der US-Markteröffnung, ich muss selber mal drauf schauen, was denn hier an den Märkten gerade passiert. Der DAX eben durchgebrochen hier durch den 12.280er Bereich, die Hochs, die wir da gestern markiert hatten, vorgestern markiert hatten und auch schon letzte Woche markiert hatten. Da sind wir jetzt mit Kraft durch, sind jetzt schon wieder Richtung 12.350 unterwegs. Sind hier Aktien eurer Seite passiert. Der Ali hat jetzt seinen Bildschirm geteilt. Das ist hier der Bund Future, denke ich. Moment, ich muss es zur Seite schieben. Genau die Ja, Position im das Bund ist der Future. Bund-Future, den ich euch da schon vorgehandelt habe. Wie gesagt, noch ist das Volumen in den europäischen Indexen sehr gering. Ich habe vorher schon angedeutet, wenn er da drüber geht, werde ich den Stopp hinterziehen. Das wird jetzt immer enger werden, weil ich will jetzt nur noch Gewinne absichern. Ziel wäre es, bis es darauf circa, dann kann es problematisch werden. Deswegen bin ich jetzt beim Bund unterwegs. Ja, der DAX, ja, ich warte. Man sieht, ich habe Alarm drinnen. Der hat sich mal die Stops geholt. Das heißt, ich warte, geht er jetzt zurück? Wie sieht es dann aus? Was macht er dann? Dann entscheide ich, ob ich das als Fehlausbruch sehe oder als Einstieg. Witzigerweise, wie gesagt, wenn jetzt der Bund raufgeht, sollte normalerweise in den meisten Fällen, da sieht man auch, deswegen braucht man die Alarme, dann braucht man gar nicht auf den Schirm schauen, würde normalerweise auch der DAX fallen, tut er hier nicht. Das ist, wie gesagt, immer dieses, wenn solche Sachen sind, wie eben der Draghi-Tag ist. Hier geht es darum, geht er jetzt da drüber, das heißt, ich würde den nächsten Alarm in dieser Gegend hinlegen, ich würde den Stopp schon langsam immer höher, ich nicht einmal mehr Bewegung handeln, sondern ich will so um die 400 Euro absichern, das ist schon mehr als 1% wieder vom Konto, das Konto wächst ja langsam wieder an. Die Frage, weil der schon mir so gestellt worden ist, die werde ich, das Konto zeige ich dann am Ende des Monats, man soll ja nicht jeden Tag drauf gaffen, sondern es ist ja wichtig, dass man nicht nur am Tag Gewinne macht, sondern am Ende des Monats ein Ergebnis hat. Hier sieht man relativ schön, wir haben einen DAX schon was verdient, heute minimal. Aber davor habe ich gewarnt, den Trade zu machen. Das ist was anderes. Das ist der Bund, der hat ja schon die Bewegung gemacht. Man sieht es ja hier sehr schön. Dazu, wie gesagt, angedeutet hier die Ziele. Jetzt hat er die auch. Das heißt, jetzt entweder wird er jetzt wieder drehen oder er nimmt sich jetzt das nächste hoch, was ungefähr in dem Bereich ist. Ja, also hier stellt man auch den Alarm rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass er das noch schafft. Wäre mir auch egal, ich habe hier auf jeden Fall über 400 Euro abgesichert, nehme die auf jeden Fall mit, weil jetzt hat er sich mal die großen Stops hier geholt. Ob er darüber geht, weiß ich nicht. Das wissen wir nie. Wie gesagt, wir können nur den Stopp kalkulieren, wenn wir uns anschauen. Wir sind hier eingestiegen, hatten einen relativ kleinen Stopp. Hat sich das auf jeden Fall schon rentiert. Wie gesagt, Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wieder diese Gewinne abgibt, ist sehr hoch. DAX warte ich. Euro, US-Dollar schauen wir uns dann auch an. Wir können uns zum Beispiel anschauen, ein Trade, der gerade im Signaldienst wahrscheinlich auch rausgehen wird.
und Trades, die noch laufen. Auch bitte zeige ich gerne auch, dass ich mit Trades im Minus bin. Dazu muss ich den Bildschirm wechseln. Ali, vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuschauer, die erst jetzt an der Nachmittagssession teilnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz die Erklärung, was das für ein Konto ist. Ah, okay, stimmt. Ja, das muss ich auch noch natürlich machen. Ich muss noch mal wieder einen der Monitore suchen. Das ist ein kleines Konto, weil ich habe ein sehr großes Konto. Damit können die wenigsten was anfangen. Ich handle hier ein 25.000-Euro-Konto, damit man sieht, okay, wenn man das professionell handelt, mit einen gewissen Zeitaufwand von maximal 2 bis 3 Stunden am Tag, nicht mehr, vor allem dann, wenn man Intraday-Handel macht. Das sollte dann Moment, ich muss da wieder verschieben. Wie man das als Berufstätiger eben macht und nicht jemand, der eben den ganzen Tag am Schirm sitzt, weil das ist ja keine Kunst, das so zu machen. Deswegen auch hier eben zum Beispiel, das ist natürlich ein Intraday-Handel, aber wir schauen uns jetzt gleich an, was wir auch im Langfristigen machen können, auf einem kleinen Konto, ich sage unter Anführungszeichen klein, für den einen ist das viel Geld, für den anderen ist es nicht viel. Wir schauen uns dann auch kurz am Schluss gerne, wenn das gewünscht wird, das müsst ihr mir reinschreiben, zeige ich euch gerne mal das große Konto, wo wirklich Aktien teilweise schon 70% im Gewinn sind und seit Monaten laufen, wie man sowas macht, kann ich auch gerne zeigen. Hier geht es darum, ich handle dieses Konto mit meinen Schülern teilweise auch. Hier sind auch Trades aus dem Signaldienst. Hier sind Trades aus dem Copy ab und zu auch drin, kurzfristige. Aber vor allem eben auf größerer Basis unterwegs. Deswegen habe ich auch gezeigt, hier der Eurostoxx, der läuft auf Tagesbasis. Der wird auch dort verwaltet, braucht einen Aufwand von 2, 3 Minuten am Tag, nicht mehr. Und so kann man auch die Indexe verwalten, hier im kurzfristigen Bereich. Den Bund würde ich nicht über Nacht liegen lassen. Der nimmt schon mal sehr viel an Bewegung auf, wenn es Nachrichten gibt. Und das ist der Sinn davon, zu zeigen, wie handelt man ein Konto nebenbei, wenn man eben nicht den ganzen Tag am Rechner sitzt, was auch nicht der Sinn davon ist. Deswegen springe ich gleich rüber, wenn ich den richtigen Monitor jetzt erwischt habe. Jawohl, hoffe ich, ist der richtige jetzt. Schauen wir mal, was er anzeigt. Ja. Also wir fangen oben an, wir haben die Facebook, man sieht, Money Management ist A und O, es waren hier 40 Stück, ich habe hier im Tief, das habe ich, steht alles in der Infogruppe, ein Stück verkauft, weil habe hier nämlich mal mein Gewinn sozusagen mitgenommen und das Risiko minimiert, dadurch sollte ich ausgestoppt werden, bin ich plus minus null eigentlich draußen, ist ein riskanter Trade gewesen, aber deswegen biegt er auch nicht hier, weil ich sage natürlich hier eine Abwärtsbewegung, die sehr stark war, weit in die Korrektur, hier gab es Schwäche, dann wollte ich das shorten, sollte da drüber gehen, ist es sowieso wieder long und ich habe hier nichts mehr zu suchen. Das mache ich, nachdem ich zuallererst hatte ich diesen Trade offen, hier die Siemens, die ist weit knapp im 2000 Euro Bereich im Gewinn, abgesichert auch schon hier, das leuchtet hier komisch, da gibt es ein Problem mit dem Broker, ich weiß nicht, warum das immer so ist. Man sieht hier die Hochs, die erwischt worden sind. Warum? Wir hatten hier eine lange Abwärtsbewegung, die Korrektur dieser Abwärtsbewegung. Dann ging es in die Trendrichtung. Man sieht hier diese Kerzen. Die haben hier eigentlich nichts zu sagen, weil die nicht ins Bild passen. Hier hat das Volumen auch nicht gepasst. Das waren eher bedingte Nachrichten generell in den Indexen, die das verursacht haben, dass der Markt da eben nach oben geht. Deswegen habe ich gewartet, gesehen, es geht wieder. Ich habe auch hier schon Shorts gemacht. Bin dann irgendwann wieder rausgefallen, weil es hier ein Gegensignal gab für mich. Habe dann gewartet, er geht nicht die Hochs, den Einstieg gemacht mit einem kleinen Stopp und man sieht hier relativ entspannt auf Tagesbasis kann man den handeln. Ich habe keinen Stress, ich brauche nur einmal am Tag da reinschauen auf Bewegungshandel, beziehungsweise in meinem Fall, ich bin hier schon auf Trend auf Tag unterwegs. Man sieht hier, kleine Stückanzahl, ihr braucht es nicht, das ist ein Megakonto. Hier waren auch nur 0,5% des Kontos im Risiko. Man sieht aber, der Gewinn rentiert sich hier sehr. Ähnliches Spiel hier. Hier genau dieselbe Geschichte. Weit in die Bewegung, korrigiert, hängt fest, nimmt sich die Stops, weil die Stops eben hier nur gefischt worden sind. Das ist das Thema von vor gewesen. Habe ich hier die Umkehrkerze gehandelt. Hier die Bewegung. Jetzt bin ich auch hier auf Trend, auf Tag, im Gewinn abgesichert. Das ist, wie gesagt, das kleine Konto. Wir schauen uns mal an, wenn man hier teilweise 30 Werte im großen Konto handelt, weil hier natürlich kann ich nicht so viel aufmachen, weil bei Aktien direkt
muss ich auch das Kapital dazu haben. Auch hier ein Signal, dass ich mit Schülern gehandelt habe in der Früh. Wir sehen hier den Abwärtstrend, die Korrektur, hier auch ein Signal auf Tagesbasis. Einstieg war drunter, Stopp ist immer noch dort. Es ging runter, wir haben einen Teilverkauf gemacht, somit auch hier das Risiko rausgenommen. Jetzt muss man Geduld haben, ob es tiefer geht oder gegen uns geht. Auf jeden Fall ist da kein Risiko mehr drinnen, sollte ich ausgestoppt werden. Es kommt hier die Frage im Chat ganz kurz mal zwischendurch. Nutzt ihr für dieses Screening, also für diese Setup-Findung, eine Software oder macht ihr das alles manuell? Kommt hier die Frage. Alles manuell. Ich sage immer dazu, es gibt natürlich Add-ons und. Leute, bitte, wenn das so einfach wäre, bräuchten wir alle nicht traden, würden wir uns die holen. Es ist Screening mit dem Auge, keine Software kann das, was wie, also in unserem Bereich ist. All die Punkte, die zum Traden notwendig sind, wie Volumen, wie Gesamtmarkt, den S&P und, alles dazu rechnen. Der weiß gar nicht, was gerade los ist, der weiß nicht, dass die EZB da ist und solche Sachen. Also wir machen das nicht. Wir sind zwar gefragt worden, ob wir sowas programmieren wollen würden. Nein, weil es nicht noch derzeit nicht machbar, wollen wir auch nicht. Es ist echt nicht einmal viel Arbeit. Also ich sag mal, als Fortgeschrittener brauche ich zum Beispiel, wenn ich mich einmal, ich mache das meistens, weil ich Ruhe habe am Sonntagabend, setze ich mich 1,5 Stunden hin und bin durch. Dann habe ich für meine ganze Woche mindestens meine Trades und dann tue ich sie einfach in diesen Listen, die ich da oben habe, einordnen und das war es dann eigentlich. Da muss ich diese Listen vor allem verwalten, mehr muss ich nicht machen. Und dann packst du schon am Wochenende auch entsprechend Alarme in die Märkte rein? Genau. Wenn ich weiß, Montag habe ich Ruhe, mache ich das Montag in der Früh. Also ich muss es nicht immer sonntags machen, bei mir ist halt dadurch, dass ich viele andere Tätigkeiten habe, mache ich das Sonntag am Abend. Früher habe ich das Montag in der Früh gemacht, vor ATT, da habe ich Ruhe gehabt. Da habe ich das in der Früh gemacht, 1 Stunde, 1,5 Stunden und dann das war's. Weil der europäische Markt, da schaue ich mir nur den DAX an, den Forex-Markt, da bin ich in 10 Minuten durch und dann gemütlich, entspannt am Nachmittag vor der US-Öffnung schaue ich mir den amerikanischen Markt an. Stelle alle meine Werte rein, Alarme. Vor allem, wenn ich sie geordnet habe nach meinen Kategorien und Setups, brauche ich dann eigentlich nur noch dann, wenn ein Setup wieder frei ist, weil ich vom Money Management frei bin, brauche ich nur noch das und kann das dann wieder handeln. Super. Ist reine Organisation, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht eben zu viel aufmacht. Auch die hier, auch wenn es hier nicht so viele Werte sind, aber für das Konto doch genug, wurden ja auch nacheinander eröffnet. Also ich habe zuerst Siemens und BASF eröffnet. Die sind gut angelaufen. Danach habe ich andere Werte eröffnet. Auch die hier, ja, sieht man auch hier, ein Abwärtstrend geht in die Korrektur, kommt unter die 200er. Das nutzen die auch ab und zu. Hat bei bestimmten Aktien eine Bedeutung, bei einigen weniger. Und auch da schön die Bewegung erwischt, Teilverkauf hier gemacht. Und jetzt warte ich mal, bis ich irgendwo einen Weg finde, den Stopp nachzuziehen. Das zum Beispiel ist eine Aktie von Schülern, die abends rausgesucht worden ist, habe ich gehandelt. Stopp liegt da, weil da eben der Trend wieder vorbei wäre, die 200er noch mitspielt, ein bisschen riskant, aber die Size ist klein, das sind 130 Euro Risiko circa. Also wir sehen nicht einmal 0,5% von meinem Money Management. Das heißt, je riskanter der Trade, desto kleiner die Positionsgröße, Potenzial ist enorm. Aber ich rechne mir einfach mein Verlustrisiko aus. Das ist mir viel, viel wichtiger, als jetzt den Gewinn auszurechnen. Und ihr, ganz kurz da eine Zwischenfrage. Würdet ihr jetzt hier, wenn eben der Markt mal kurzzeitig im Plus war, aber jetzt eben hauptsächlich im Minus rangiert, würdet ihr auch hier dann das Risiko durch einen Teilverkauf eben dann nochmal reduzieren oder lasst ihr dann die Positionsgröße so, wie sie ist? Teilverkäufe sind immer so ein Thema. Es gibt kein richtig, kein falsch eigentlich bei Teilverkäufen. Ich sage nur aus meiner persönlichen Erfahrung empfehle ich meinen Schülern immer, macht den Teilverkauf aufgrund von 2 Punkten. Erst einmal ist der Trade somit im Gewinn abgesichert. Ihr braucht euch nicht mehr darum kümmern und könnt einen weiteren Trade aufmachen. Plus, es ist was viel wichtiger ist für die Nerven, für den Kopf gut, wenn man schon Gewinne mitnimmt. Und wir sehen ja oft, wenn die Märkte volatil sind, wenn sie oft drehen, macht es sehr viel Sinn, Gewinner mitzunehmen. Das ist ja zum Beispiel hier ein schönes Beispiel. Oder die Facebook, nehmen wir die. Wenn die mich jetzt ausstoppen würde, würde ich theoretisch hier knapp 100 Euro Minus machen. Habe ich aber dadurch, dass ich schon den Teilverkauf hier gemacht habe, eben kein Risiko mehr. Der Trade ist aus dem Risiko für mich. Das bedeutet, ich muss den nicht mehr in mein Money Management einkalkulieren,
und habe keinen Stress, egal was passiert. Und darum geht es ja, wir wollen uns ja den Stress vom Handel wegnehmen. Wir Ich wollen uns stressen damit, was ist, wenn ich jetzt ausgestoppt werde, was ist, wenn der höher geht und, sondern wir probieren es einfach und dann richtig den Teilverkauf machen, Gewinne mitnehmen und das Geld wieder reinvestieren in den nächsten Trade. meinte jetzt auch primär eigentlich den Verkauf im Verlust, also dass man eben die das Risiko Nein, der nein, nicht nur nein, nein. anläuft. Das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall, weil ich finde persönlich, das ist ein Anfängerfehler aufgrund der Tatsache, wenn ich meinen Trade eingehe, habe ich das Minus kalkuliert. Ich weiß, was ist mein Minus hier, mehr nicht. Dann gehe ich nicht dazwischen und habe ich als Anfänger auch gemacht, Position verkleinert, dann liegt es gegen mich und ich habe gesagt, hurra, gut, dass ich die Hälfte rausgenommen habe. Und was passiert am Ende? Es dreht genau wieder um, geht in meine Richtung, ich habe auf einmal nur noch die halbe Position drin. Das möchte ich nicht, das gehört sich auch nicht, weil man ein Money Management genau deswegen hat, und das ist das Wichtigste und das, was leider am wenigsten beachtet wird, das Money Management, das sieht man hier an meinem Konto, deswegen führe ich das mit meinen Schülern, um ihnen zu zeigen, ich halte mich strengstens auch bei diesem Konto an mein Money Management, egal welche Kontogröße ich habe, ich halte mich dran, ich habe mein Minus kalkuliert, das ist das Einzige, was ich hier weiß, wie hoch mein Risiko ist, wie hoch mein Verlust sein kann. Und das bleibt dort, das liegt dort, solange ich kein Gegensignal habe, wo ich sage, jetzt müsste ich vielleicht die Position sogar schließen, aber das habe ich hier nicht. Wenn ich es hätte, dann ist es ein anderer Fall, dann sagt man, der Trend ist gebrochen, es findet ein Trendwechsel statt, deswegen steige ich hier aus. Aber ich werde nicht die Position mittendrin halbieren oder sonst irgendwas. Das ist in meinen Augen persönlich unprofessionell. Sollte man auf keinen Fall machen. Ich mache es zum Beispiel. Ich Ja, mache das es also auch schon seit 10 Jahren oder so. Und mir hilft es persönlich, weil ich eben dadurch schon es schaffe, auch man muss es ja dann im Trading-Tagebuch eben auch dokumentieren. Und ich führe zum Beispiel dann auch verschiedene theoretische Trade-Managements neben meinem eigentlichen Trade-Management, was ich für den Trade gemacht habe. In meinem Trading-Tagebuch zeigt es mir, dass eben dieses Reduzieren im Verlust dann mir schon eben einen Vorteil bietet. Ja, von daher, ich mache es nicht in jedem Fall, aber es gibt viele Situationen, wo ich mein Risiko dann, wenn der Trade eben nicht so anläuft, wie ich es mir vorstelle, dass ich dann schon reduziere. Das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe. Natürlich, wenn du das machst und du damit glücklich bist, ist eine Sache. Ich bin dagegen, absolut dagegen, weil ich sage, du hast hier deinen Trade kalkuliert, du hast dein Minus kalkuliert, das ist dein Money Management. Und wenn ich vom Trade nicht überzeugt bin, dann schließe ich den, wenn er nicht anläuft. Dann sage ich, das passt nicht, dein Volumen ist weg. Zum Beispiel passiert auch mir, dass auf einmal kein Volumen mehr in dem Wert drinnen ist, weswegen auch immer. Und dann sage ich, okay, da passiert nichts mehr. Ich schließe den, auch wenn er im Verlust ist oder sonst irgendwas, weil es keinen Sinn mehr für mich macht. Aber nicht, weil ich sage, ich reduziere jetzt hier mein Risiko, das mache ich nicht. Das sehe ich nicht als korrekt an. Aber wie gesagt, das ist auch in Ordnung, wenn das wer anderer macht, wenn er sich damit wohlfühlt und gut tut. Ich sage halt nur, wie ich sehe, wie es für Ja, mich ja, als ja. Profi nicht machbar sein soll. Aber am Ende ist das, wie gesagt, Trading ist nicht so, dass es hier ein Lineal gibt und ich sage, das muss so sein, weil es der Ali sagt, nein, auch wenn ich mich hier frech hinstelle und sage, am Ende sagt mein Konto, ich habe recht, ja, Genau, das ist ist das es immer Wichtigste. noch das. Ja, das ist am Ende, das ist das, worum es geht. Ich meine, dass ihr am Ende entscheiden müsst, wie ihr handelt, womit ihr euch wohlfühlt. Ja, wir haben vorher das Beispiel gehabt, so ganz kurz, wir gehen wieder auf den anderen Schirm, weil jetzt gerade der Bund ein bisschen mehr Bewegung aufnimmt. Wir müssen am Ende das tun, womit wir uns wohlfühlen. Wie gesagt, wir geben ja bestimmte Sachen vor. Das bedeutet, wenn du sagst, ich möchte jetzt handeln, ich will weniger als meine 0,5% nehmen, finde ich nicht sehr sinnvoll, wenn man zu klein wird wegen den Kosten und dann läuft es an und man hat nichts verdient. Aber es ist in Ordnung, weil du am Ende vielleicht ruhiger bist und nicht nervös wirst. Das ist dieser berühmte Rumrutschfaktor. Sitze da, werde nervös. Ihr müsst am Ende euren Weg finden. Wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ich sage persönlich ganz ehrlich, Schwachsinn, mit Elotwellen rumzublödern, ich kenne da keinen, der professionell damit unterwegs ist und wirklich kontinuierlich Geld verdient, soll aber sein, da muss man sich dran halten.
Ich habe es gesehen, wenn die Leute da noch Zeichnungen machen, welche Welle wo ist, habe ich schon den Trade beendet und bin schon im Feierabend. Ihr seht, wie einfach es hier ist. Ihr seht, was ich am Chart habe. Ich habe nichts anderes drinnen mehr. Ich verstecke da nicht irgendwas. Meine Schüler sehen diese Trades. Wir handeln ständig live. Das gibt mir am Ende einen gewissen, ich sage mal, Punkt, dass ich recht habe irgendwo, weil es nicht mein Trading ist. Wie gesagt, ich habe das Trading nicht erfunden. Es ist nicht alles Trading Style. Es laufen gerne alle rum und sagen, ich habe meinen Trading Stil, das neue Ding gefunden hier. Nein, ich zeige meinen Leuten, wie es im professionellen Handel ausschaut. Wir wollen uns an den Profis halten. Wir wollen denen hinterher jagen, weil die ziehen den Markt. Wir wollen mit denen mitfahren. Das ist so wie in der Formel 1. Ich fahre im Windschatten von dem schnelleren Auto hinterher, der zieht mich mit. Das ist, was wir hier mitmachen, weil wir nehmen dann den Leuten am Ende das Geld weg, die sich da weniger damit auskennen. Das ist am Ende eigentlich, was wir hier machen, wenn man jetzt mal ganz genau sich das anschaut. So, Genau. wir sehen hier, ich habe es angedeutet, hier dieses letzte Hoch, da ist er ganz knapp dran. Jetzt geht es mir ehrlich gesagt nur noch darum, nochmal 500 Euro abzusichern. Das ist schon mal ein nettes Sümmchen dafür, dass wir hier sitzen und quatschen. Ihr seht es, relativ stressfrei. Ja, auch die Frage, ich fand das ein bisschen seltsam, ist es denn realistisch, aus den 25 das zu machen, was Ali macht? Ja, ich mache es ja auch, also müsst ihr das ja auch hinkriegen. Aber ich sage halt dazu natürlich, nicht vergessen bitte, ich habe hier 12, 13 Jahre Erfahrung, teilweise sehr viele Jahre auch rein als Trader. Das bedeutet nichts anderes zu machen, außer zu traden. Ich muss da es alleine lernen und durch die harte Schule gehen. Ich habe alle Bücher gelesen, die es, glaube ich, da draußen gibt. Ich habe mal ein Foto irgendwann mal reingestellt. Über 100 Bücher liegen bei mir rum, Deutsch, Englisch. Ich lese weiter, bilde mich weiter, obwohl ich sehr faul bin. Aber habe auch Seminare besucht, gesehen, was da falsch ist, was nicht. Und wie gesagt, irgendwann das hinbekommen alleine. Bei uns ist es eben der Unterschied. Ich habe das nicht gehabt. Jetzt haben es meine Schüler, dass sie nicht alleine sind. Darauf kann man, wie gesagt, später eingehen. Aber am Ende hilft euch das alles nichts, wenn ihr nicht einfach einen Tradingplan habt, den stur übt, an den euch orientiert, diese Sachen, wie du es schön selber gesagt hast, ein Journal zu führen. Das ist eben ein wichtiger Punkt, wie ein kleines Mädchen damals, was verliebt ist, ein Tagebuch zu führen. Richtig. Das merken wir an den Leuten, die bei uns gut unterwegs sind, dass sie das genau machen. Und die, die nicht das machen, merkt man genauso, wo sie sich schwer tun. Es gibt einfach Setups, die man immer wieder wiederholt, Trades, die man immer wieder macht, die teilweise das Gleiche sind, weil man schon tausendfach gemacht hat. Und deswegen kann man hingehen und man muss ein gewisses, wie gesagt, Money Management haben. Wir haben gesehen, wir haben den DAX heute im Gewinn geschlossen. Wir haben hier jetzt den Bund weit im Gewinn geschlossen. Da ist ja klar, dass ich hingehen kann und sagen kann, ich traue mich, noch weitere Trades zu eröffnen und gehe dann hin zum Beispiel, ich habe ja noch hier noch was aufgemacht, währenddessen wir gerade quatschen. Ich bin jemand, der sehr aggressiv ist und handelt sehr gerne sehr viel. Seht ihr auch hier den Dow Future, hier ein typisches Setup von mir, der hat die Bewegung komplett korrigiert. Ich sehe, dass gleichzeitig der S&P 500 auch am Fallen ist und gesagt, kleiner Stopp, ich riskiere es mal, kleine Size. Ich riskiere einen Teil meines heutigen Gewinns, ich riskiere eigentlich meinen DAX-Gewinn und geht ja auch auf. Wenn er tiefer gehen sollte, würde ich hier stur Bewegung auf 10 Minuten machen. Ich rechne auch damit, wie gesagt, dass heute unser Trumpy eins drauflegt. Eigentlich sollte Ende der Woche, heute oder morgen kommen und diese Strafzölle schreiben. Dann weiß man genau, also unterschreiben, dann weiß man genau, was auch da drinnen steht. Sollte das wirklich übergreifend auf Europa und Asien gehen, dann hat ja schon China und Europa gedroht. Europa nehmen wir jetzt mal nicht ernst, aber China ist der größte Schuldeigner der USA. Die besitzen über ein Drittel der Schulden der USA. Die könnten relativ mit einem Fingerschnips die USA in die Knie zwingen, indem sie einfach sagen, Leute, wisst was, dann werden wir einige Schuldscheine fällig stellen oder wir kaufen auch keinen mehr. Das wäre natürlich eine Katastrophe für den amerikanischen Markt. Und da sieht man, was dann passieren kann, wenn, was ich euch vorher am Vormittag im Chart gezeigt habe, was schon damals passiert ist, könnte hier wieder passieren.
Und wir sehen, jetzt läuft das an, jetzt ist da mal die 10-Minuten-Kerze durch. Das heißt, ich kann meinen Stopp relativ in der Nähe des Einstieges machen. Das heißt, jetzt ist der Alarm durch. Der nächste Alarm ist ungefähr in der Gegend. Sollte er tiefer gehen, werde ich auf jeden Fall den Stopp auch hier im Gewinn absichern. Und das ist das Relaxte, ist jetzt Intraday-Handel. Seht ihr hier, ich habe euch gerade gezeigt, mit den Aktien aus dem kleinen Konto, wie ich das dort mache, dass ich dort kurzfristig handeln kann. Wir werden uns, wie gesagt, ganz kurz am Schluss, bevor Stefan übergeht in den Infoteil, gehen wir gerne auf das große Konto. Ich zeige euch dort Forex-Paare, Aktien, alles, die wirklich groß laufen, ohne viel Stress, weil ich mache dort das Konto eigentlich nur einmal am Tag auf, schaue mal an, was passiert ist und verwalte das. Inzwischen ist auch der Bund wieder ein bisschen, können wir da zum Bund gehen, weil, wie gesagt, das ist jetzt mal der Trade, der am besten angelaufen ist vorerst mal, der auch aber bald sein Potenzial hier beenden wird. Also wir sehen, da geht jetzt weiter rauf, hat sich alle Stopps gerückt. Ich bezweifle, dass wir noch viel höher gehen, aber man weiß nie. Und das ist eben der Punkt, abwarten, ruhig bleiben, nicht vor Trage in den Markt gehen, sonst wäre man wirklich hier, hätte man ein böses Ende gehabt, am Ende ein blaues Auge bekommen, böses Ende, und dann kann ich schon gar nicht mehr reden, wenn ich so viel quatsche. Und wir sehen hier, pickt es jetzt ein bisschen, ist uns egal, wir haben über 550 abgesichert, können hier sehr beruhigt hingehen. Und den DAX, wie gesagt, da ist noch nichts passiert, der will da nicht höher. Ich will aber noch nicht rein, weil irgendwie fehlt mir jetzt noch das Volumen hier unten. Ich warte noch ab, eventuell kann ich es dann noch probieren, aber ich möchte den Dow zuerst im Gewinn abgesichert haben. Dann überlege ich mir, ob ich den DAX noch mache, aber vorerst mal lasse ich noch die Finger davon. Da seht ihr mal, wie jetzt diese Trades anlaufen. Ich weiß nicht, ob Kollegen auch noch was haben, was sie zeigen wollen, wenn, damit nicht nur ich jetzt so am Quatschen bin, bevor ich so den falschen Bildschirm hole. Nö, du hast jetzt alles schon, sage ich mal, gehandelt, was gehandelt werden kann. S&P kann man genauso machen, kannst du ja auch vielleicht mal ganz kurz zeigen. Noch dazu gesagt, Ali handelt hier natürlich Futures, aber sowohl den Bund als auch die Indizes kann man alles Kassa sowie auch als Future bei JFD wunderbar handeln. Mit den auch etwas kleineren Konten, das funktioniert sehr gut. Den S&P, der hat ja jetzt 100% korrigiert, hat sich im Kassa sogar, ist übers Hoch drüber gegangen und dreht jetzt wieder, da könnte man es probieren. Ist wie gesagt gefährlich, aber das hat mir heute schon den ganzen Tag gesagt, wenn es da drüber geht, dann wäre es signifikant aufwärts. Im Eurostoxx ist es drüber gegangen, da sind wir jetzt auch nicht nochmal rein. Ja. Und ja, ansonsten stiehlst du uns ja hier die Show, Ali. Die Frage war jetzt hier nochmal gerade, den Dow Jones Trade nochmal erklären, ja, warum da der Einstieg kam. Wie gesagt, erstens einmal sehen wir hier die Korrektur von dieser Abwärtsbewegung, die hier stattgefunden hat, mühsam in die Korrektur, dann zusätzlich am Keyboard abgeprallt. In dem Moment schaue ich natürlich, dass der S&P gerade abgibt, weil der S&P abgibt, wollte ich hier mal in den Dow rein, weil der Stopp hier relativ klein war für mich. Das sind so ein bisschen über 130 Euro gewesen. Und der Dow ist auch für mich schwächer aufgrund der Tatsache, dass dort einzelne Werte gerade sehr schwach unterwegs sind. Die Banken und so geben auch viel ab, weil dort auch vieles im Hintergrund passiert. Auch einige, zum Beispiel Boeing, ist sehr schwach gerade unterwegs, weil die natürlich sehr leiden würden, sollte diese ganzen Geschichten mit Trump passieren. Also ein bisschen fundamental der Gedanke dahinter, aber vor allem, weil eben, wie gesagt, hier der S&P fällt, wenn der S&P fällt, fallen alle anderen meistens auch. Und ich gesehen habe, der will da nicht übers Pivot, habe die zweite Kerze abgewartet, wir sind, er geht wieder rauf, prallt ab, Einstieg stoppt da drüber. Jetzt sehen wir, dass er da tiefer geht, jetzt ist er schon weit gelaufen. Was passieren kann, ist jederzeit natürlich, dass der dreht. Aber wir gehen natürlich hin, müssen überlegen, wir machen Bewegungshandel, die 10 Minuten sind noch nicht um. Sollten die normalerweise um sein, das sieht man auch hier, beziehungsweise braucht man nur schauen, eine Minute noch, dann gehört der Stopp hier hin. Wir machen hier noch den Bewegungshandel eben in dem Falle, wir wollen ein bisschen was mitnehmen. Ziele wären auf jeden Fall hier in dem Bereich, das heißt, ich muss meinen Alarm, ihr seht schon, mein Chart ist immer voll mit Alarmen. Ich kann ja nicht all die Werte gleichzeitig betreuen und beachten. So, ich werde jetzt auch wahrscheinlich in den DAX reinspringen, weil ich jetzt den Dow abgesichert habe. Hier habe ich über 100 Euro abgesichert.
der Bund über 55. Das heißt, da ist schon genug Geld verdient worden. Im DAX riskiere ich jetzt eigentlich nur den Gewinn von heute Vormittag, der ja eigentlich nur zur Veranschaulichung war. Ich warte noch ein bisschen ab, eventuell. Wie gesagt, wenn der nicht höher geht, würde ich es auch dort probieren, weil der Stopp so um die 15, 17 Punkte ist. Aber wie gesagt, ich würde da noch ein bisschen abwarten, weil das Problem ist beim DAX momentan, dass der Euro am Fallen ist. Wenn der Euro fällt, das heißt, der US-Dollar wird gerade stärker, das drückt auch natürlich den amerikanischen Markt. Und wenn der Euro fällt, ist es gut für den DAX, weil natürlich dann die Produkte wieder günstiger sind zum Exportieren. Da muss man halt auch auf den Punkt schauen. Also all diese Sachen ein bisschen auch manchmal miteinander kombinieren. Deswegen meine ich auch, ihr braucht Übung. Ich erkenne das relativ schnell schon, weil ich das ja so oft schon gemacht habe. Für Anfänger ist es noch alles viel zu viel, das Ganze zu kombinieren, zu sehen, aha, ich muss dort schauen, das schauen, das schauen. Das ist ja genauso wie bei bestimmten Forex-Paaren muss ich zum Beispiel den Ölmarkt mir genau anschauen und, und. Das muss man mal wissen und dann weiß man, okay, wie reagiere ich, wenn das und das passiert. Na, das kommt ja auch noch alles dazu. Ich hoffe, Christian, ich konnte dir das in Kürze ein bisschen erklären. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Mit der Zeit wird es relativ einfach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön erklärt. Also ich denke, dass da der ein oder andere auch in dem Chat eben auch versteht, so ein bisschen, worauf es ankommt, dass es eben auch oft eben nur dessen bedarf, dass man eben den Versuch wagt. Und der Ali hat gesagt, er ist ein bisschen aggressiver. Also er hat eben von der Trade-Frequenz ein bisschen mehr, geht ein bisschen aggressiver in den Markt rein, hat aber trotzdem ein kalkuliertes Risiko und auch noch eine kalkulierte Chance hier drin. Und somit muss man dann eben auch einfach dann aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Selbstbewusstseins einfach dann auch viele Situationen einfach machen. Ja, und entweder man fliegt eben mit dem Risiko raus oder der Markt fängt eben an, irgendwo Gas zu geben. Und ganz interessant jetzt hier eben auch im DAX, wenn man hier eben ein bisschen abwartet und nicht aggressiv hier, nur weil der Dow fällt, jetzt hier in den DAX reinspringt, der zieht jetzt gerade wieder an. Und ich persönlich war jetzt hier auch nebenbei eben am Überlegen, den DAX zu shorten, allerdings erst unter den Tiefs von dieser kleinen Schiebezone, der die ganze Zeit hier ausgebaut hat. Die hat er noch nicht unterschritten, von daher zieht er jetzt nach oben an und man ist hier eben noch nicht auf der Seite, auf der Short-Seite dabei und wartet hier nach wie vor ab. Ja, ja, das jetzt nochmal zum DAX. Stefan, hast du noch was Schönes? Ich habe den S&P gehandelt, den kann ich zeigen. Ja, zeig doch mal. Moment, so. So, der SOP, jetzt muss ich am Anfang sagen, das ist das Copy Trading Konto, das ist ein 10.000 Euro Konto, da hängt relativ viel Geld dran, muss man sagen, Kundengelder, ja, relativ viel, wie gesagt, und das ist eine sehr, sehr kleine Position, das ist 0,5 Stück für den S&P, das ist nichts, ja, das ist ein Risiko von 5 Euro oder so. Aber das macht überhaupt nichts, weil wir sind hier, wie gesagt, an diesem Bereich und der Trade wäre mittelfristig angelegt, das heißt eigentlich hier unten die Tiefs sollten werden anvisiert und eventuell darüber hinaus. Wenn ich dann nach unten hin diese Position aufbaue, dann bin ich eigentlich ganz glücklich, sollten aus so einem Trade, wenn der dann mal anläuft, 100 bis 200 Euro rausspringen fürs Copy Trading. Hier sind wir sehr konservativ unterwegs und ja, wenn jetzt die 3 Euro oder die 5 Euro dann rausfliegen, ist das jetzt auch kein Beinbruch, aber wir sind hier, wie gesagt, an einem markanten Punkt. S&P im Future waren wir, glaube ich, nicht über dem Hoch drüber, aber wie gesagt, der markante Punkt wurde hier nicht überschritten. Es hängt jetzt auch mitten in der Markt, also in der Handelsphase im Eurostoxx sind wir deutlich drüber gegangen. Und im S&P hängen wir jetzt hier halt. Das heißt, auch hier ein Scheideweg. Sollte der Trade oder der Stop genommen werden, dann ist eigentlich auch hier nicht mehr an Short zu denken. Ja, und das kann man handeln. Ja, das kann sich hier noch ein bisschen auskehren. Mal schauen, was da passiert. Mehr habe ich jetzt auch nicht für heute. Und genau. Sehr schön, sehr schön. Hier kommt noch die Frage, ab wann könnte man den S&P eventuell long handeln? Vielleicht kannst du da nochmal kurz angreifen, weil du hattest ja gerade gezeigt, an der Scheidepunkt des S&P gerade, wenn der da den Stop greift, dass er dann eventuell sowieso vom Trend wieder dreht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wo da eventuell die Long-Seite interessant werden könnte.
Okay, gut. Also was einem zuerst erstmal auffallen muss, ist diese Bewegung, denn die Korrektur, die Bewegung, das heißt Aufwärtstrend. Korrektur sehr, sehr stark, Trend eigentlich gebrochen, aber hier relativ starke Umkehrsignale gebildet, das heißt in Long-Richtung eigentlich denkbar. Dann gehen wir runter auf die nächst kleinere Trendgröße, das wäre dann diese hier, sollte sie sich bilden, das wäre dann die nächst kleinere Trendgröße zu dieser Trendgröße hier, die wir auf Tag gesehen haben. Und dementsprechend das signifikante Aufwärtssignal. Das heißt, man könnte hier oben longen und müsste dann den Stop hier oben unten drunter liegen, was total sinnlos ist, weil der Stop riesig wäre. Das heißt, longen wäre dann folgendermaßen denkbar. Ja, sollte das hier passieren, also ein deutlicher Trend daraus entstehen, dann die Korrektur kommen, kann man sich hier unten in diesem Bereich einen Einstieg suchen in die Long-Richtung und wäre dann dabei mit wahrscheinlich einem relativ kleinen Stop. Man kann dann hier so eine ähnliche Trendgröße dann hier in dem Bereich sich heraussuchen, um dann da einen Einstieg zu finden. Aber Das jetzt eben wäre ungefähr meine aggressiver, Idee. weil wenn der jetzt den Stop nimmt und dann vielleicht nochmal leicht zurückkommt, dann eben schon zu überlegen, die Long-Seite anzunehmen mit dem Ziel, dass der eventuell die Hochs oben wieder nimmt. Das wäre von eurer Seite zu aggressiv oder dann wirklich dieses lange Also wir haben ja Abwarten nach hier, unten? dieses etwas kleinere Tief. Ja, wenn es hier nochmal hinkommt, könnte man überlegen, hier in den Bereich Long zu gehen. Ja, aber das ist sehr schwierig, weil dieser Punkt ist halt etwas markanter und ja, wir versuchen das sowas halt aus der Korrektur zu handeln, nicht hier oben da, wo die Party im schlechtesten Fall schon vorbei ist im Normalfall. Das heißt, das wäre hier auch denkbar, das hier. Aber für uns normalerweise kein Thema. Also das kann man machen, ist aber für uns nicht interessant genug. Das heißt, hier würden wir wirklich auf den Trend warten, Korrektur und dann hier in dem Bereich. Okay. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr Also wie schön. gesagt, das ist jetzt nicht falsch, es ist nicht falsch. Man kann das machen, aber rein vom Potenzial her ist nicht so tief. Okay. Dann sehr schön erstmal von auch von Ali die Ausführung, von dir die Ausführung. Perfekto. Der Ali hatte gesagt, dass du jetzt noch ein paar Infos hast für unsere Zuschauer, denn ich denke, wir sind dann auch so langsam schon durch, jetzt auch mit der Nachmittagssession. Also wenn jetzt von eurer Seite natürlich nochmal offene Trades eingegangen wurden, die da interessant sind, dann hören wir uns die natürlich gerne an. Ansonsten, wenn du jetzt noch ein paar Informationen zu euren Programmen habt und auch hier war die Frage, wo findet man denn das Copy-Trading von ATT? Das kam hier noch als Frage. Also wenn du jetzt hier noch Informationen hast, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn die uns kundtust. Ja, leg los. Alles klar, mach ich sehr gerne. Ganz kurz nur, Entschuldigung, wenn wir dann so erzählen, also dann brauche ich das große Konto nicht zeigen. Ich würde vorschlagen, die Herrschaften, die da sind, können ja gerne zum nächsten Live-Event kommen. Dann sage ich halt dort das große Konto. Ich würde nur ganz ehrlich ein bisschen, weil ich lese ja mit, was ihr im Chat schreibt, Jens zum Beispiel, warum nach dem Gap der Dow so da dreht und so. Das sind schon elementare Sachen, auf die ihr aufpassen müsst. Also wirklich ein bisschen. Wir wollen nicht, dass ihr jetzt denkt, wir wollen euch nur jetzt die Ausbildung irgendwie hier zu verkaufen. Bitte beschäftigen mit sowas, weil das sind schon einige Sachen, die heute vorkommen, wo ich sage, da müsst ihr echt aufpassen. Das ist Grundbasiswissen, warum, wo nach einer Bewegung der Markt korrigiert und so. Also das ist schon gefährlich, wenn man dann sich damit nicht auseinandersetzt. Ich würde euch empfehlen, unbedingt einige Videos anzuschauen, Bücher zu lesen. Ihr könnt es auch gern, wie gesagt, unser Buch holen. Da verdienen wir echt viel dran, also 2 € vor Steuern. Aber es hilft euch sehr, auch da weiterzukommen. Man sieht es an unseren Schülern, dass ihr mal ein Grundwissen habt von Bewegung, Korrektur, Trendhandel, wie und wo wie das funktioniert, was Gaps sind, warum Gaps dann korrigieren. Das ist schon elementares Wissen, was man braucht, um hier nicht, wie gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Ihr habt es gesehen jetzt beim Bund, wie man das verwaltet. Man, das ist auch nicht schlecht, jetzt mal so nebenbei innerhalb 1,5 Stunden miteinander quatschen, über 500 zu finden. Und der Dow Jones läuft ja jetzt schon weiter an. Dann vielleicht schauen wir uns dann den noch an. Aber ich würde mal sagen, Stefan, macht mal. Ihr könnt ruhig eure Fragen da mal reinstellen. Und wenn Stefan fertig ist, schauen wir, ob wir dann noch Zeit haben überhaupt.
Okay, dann beginne ich einfach mal. Wir haben relativ viele Projekte und Angebote, sage ich mal, aber ich fange einfach mal bei der Grundstruktur an, was ATT überhaupt ist. Also ATT ist ein Ausbildungsbetrieb, was private Trader vor allem ausbildet. Und das Besondere dabei ist, dass wir auch eine Vermögensverwaltung haben, wo wir Kunden hauptsächlich ab 100.000 Euro betreuen und dass wir halt aus den eigenen Reihen, das heißt aus den Reihen unserer Schüler auch im mittelfristigen Zeitraum versuchen, Talente zu finden und die da einzubauen. Das ist eigentlich das Besondere bei ATT, also zumindest der erste Punkt. Der zweite Punkt, der hier besonders ist, dass wir kein einwöchiges Seminar anbieten und dann schicken wir unsere Schüler nach Hause, sondern dass wir halt dieses einwöchige Seminar zwar schon machen, um die Theorie zu vermitteln, aber dann eine Ausbildung beginnt. Und die geht mindestens 3 Monate, findet täglich statt. Wer teilnehmen kann, täglich in 3 Sessions pro Tag, das ist dann online. Die Schulung ist entweder online oder vor Ort, je nachdem, an welchem Ausbildungstermin man teilnimmt. Und ja, aus Erfahrung und wenn man sich so umschaut, kann man sagen, dass Trading nur so zu erlernen ist. Also ein Seminar machen. Und dann alleine versuchen weiterzumachen, ist halt schwierig. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht möglich ist, alleine das Trading zu lernen. Das bitte nicht so aufnehmen. Aber man hat natürlich durch eine fundamentale Ausbildung einen viel besseren Stand. Und dann ist es auch noch besser, dass man nicht nur eine Woche macht, sondern halt mindestens 3 Monate. Fast alle unsere Schüler bleiben dauerhaft bei uns. Das heißt, nach den 3 Monaten ist die Ausbildung zwar erstmal abgeschlossen, was im Preis inbegriffen ist, aber alle Schüler bleiben gegen eine monatliche Gebühr dauerhaft bei uns, um einfach weiterzulernen. Denn auch nach 3 Monaten ist man noch kein professioneller Trader, das muss man auch dazu sagen. Das dauert ein bisschen länger, also mindestens ein Jahr, dass man ungefähr eine gewisse Routine entwickelt hat. Und das wäre es eigentlich grundsätzlich zu unserer Ausbildung. Wir haben relativ starke Partner wie JFD Brokers, noch andere Brokerpartner. Wir haben einen Datenfeed Partner, Lenz und Partner und Algina Trader und so weiter. Bei einigen der Partner bieten wir unseren Schülern vergünstigte Konditionen an und immer wieder gute Aktionen, um hier einfach auch einen besseren Start zu bekommen im Trading. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben ein Buch geschrieben, das hatte ich schon gezeigt ganz kurz mit dem Finanzbuchverlag. Ansonsten gehen wir einfach mal ganz kurz zu den Ausbildungsterminen. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Der nächste Ausbildungstermin findet jetzt schon in 2 Wochen statt. Das ist in der letzten Märzwoche in Wien. Das heißt, hier in diesem schönen Schloss, in dem Festsaal, den wir mal mieten, da ist dann eine Woche intensives Training und danach geht es dann in die Ausbildung. Dazu möchte ich sagen, wer sich hier noch anmelden möchte, hat noch bis Samstag die Chance und dann wird die Anmeldung geschlossen, weil ja hier die Planungssicherheit dem Hotel übergeben werden muss und dementsprechend schließen wir dann die Anmeldung. Und was noch dazu gesagt werden muss, ist, dass wir die Preise um ja einiges anheben werden jetzt bei der nächsten Schulung. Nach dieser Schulung werden die Preise angehoben. Hier ist die Online-Schulung schon teurer als die Vor-Ort-Schulung. Die nächste Vor-Ort-Schulung wird nochmals teurer werden und das vielleicht an der Stelle erwähnt. Was gibt es noch zu sagen zu der Ausbildung? Vielleicht ganz kurz die Facebook-Gruppe gezeigt. Das wäre diese hier. Einfach hier über unsere Website auf diesen Button drücken und dann kann man sich da in der Facebook-Gruppe informieren. Da werden jede Woche Live-Videos übertragen. Zukünftig wird da auch einiges an Live-Fach-Content übertragen. Ab nächster Woche startet das, dass wir zweimal dort live gehen für jeweils 10 bis 20 Minuten und über ein Live-Thema plaudern werden. Und ja, das vielleicht dazu. Gibt es hierzu vielleicht erstmal irgendwelche Fragen? Ich weiß nicht, Ali, hast du irgendwas mitgekriegt? Na, ich beantworte die meisten Fragen, wenn es geht. Wie gesagt, ich habe vorhin das schon gesagt, weil die Frage auch vorher war, es geht nicht um das kleine Konto, ein Prozent noch zu drehen. Ist zwar jetzt seit erst 2. Jännerwoche gestartet und letzte Woche beim Live-Training. Das Video findet ihr auch in unserem YouTube-Kanal. Inzwischen jetzt auf 100%, also 25 plus gemacht. Aber es geht darum, dass wir auch da Geld rausnehmen.
Deswegen habe ich 20 rausgenommen und mache mit 30 weiter und werde mir monatlich immer wieder was rausnehmen, dass immer um die 30, vielleicht ein bisschen mehr draufbleiben bis Ende des Jahres. Ziel ist ja da wirklich monatlich ein zweites oder ein Nebeneinkommen zu schaffen und davon zu zeigen, davon kann man leben oder sich ein etwas Schöneres leisten, kaufen, wenn man sich schon den Stress mit Trading antut. Das ist der Sinn dahinter. Nicht jetzt zu zeigen, am Ende des Jahres habe ich so viel Prozent gemacht, das ist unnötig, bringt nichts, wir brauchen uns hier nicht zu beweihräuchern, sondern was ist machbar als Berufstätiger nebenbei, hier ein Konto zu führen und Geld zu verdienen? Das zu der Frage noch. Karl, ja, wir freuen uns auch schon für Wien, wenn du kommst. Buch wird dir noch zugeschickt. Alles schon angegangen, solltest eigentlich auch schon die Mail bekommen haben. Gut, dann das wäre es zur Ausbildung. Wenn da Fragen sind, beziehungsweise was ganz wichtig ist, ist, wir bieten ein persönliches Kennenlerngespräch an, da einfach hier drauf drücken, persönliches Gespräch und dann sich einen freien Termin aussuchen. Dann können wir entweder per Telefon oder per Skype einfach mal miteinander plaudern, uns kennenlernen, schauen, macht eine Ausbildung Sinn und so weiter und das bieten wir hier kostenfrei an, dass man einfach mal eine halbe Stunde miteinander telefoniert und schaut, ob derjenige dann geeignet ist oder auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Gut. Da waren Fragen noch zum Signaldienst und Dings, kannst du auch zeigen. Ich kurz die Frage wegen der Vermögensverwaltung. Ja, die ist ab 100.000 aufwärts. Da muss man aber vorher auch mit uns ein Gespräch geführt haben, weil da gibt es auch einiges an Unterlagen. Wir nehmen nicht so viele momentan auf, weil das Team muss ja dran wachsen. Wir haben jetzt zwei Training-Teams, die das gerade führen. Das Thema ist, das Konto bleibt bei euch. Es wird nur an unser Hauptkonto angeschlossen und die Trades werden eins zu eins umgesetzt. Das findet aber erst ab 100.000 aufwärts statt und wird sehr konservativ gehandelt. Darauf würden wir dann in einem Einzelgespräch darauf eingehen. Gerne, Janusz, wenn du da Interesse hast, kannst du uns gerne per Mail kontaktieren und dann setzt sich jemand mit dir in Verbindung und erklärt dir alles detaillierter. Wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht zu sehr jetzt darüber reden. Läuft seit 2 Jahren, läuft im Plusbereich, sollte aber auch wirklich langfristig gesehen werden. Man kann jederzeit das beenden, aber wir sagen schon mindestens mal das Jahr bleiben und angepeilt sind so um die ein zweistelliger Prozentbereich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, sehr tolles Angebot. Ich finde es wirklich sehr gut, dass ihr hier diese Vielfalt auch eben anbietet, vor allen Dingen auch die Leute eben nach dem Seminar weiter betreut und hier diverse Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dann eben auch länger in Betreuung zu bleiben, weil das sehe ich auch sehr, sehr als sehr, sehr wichtigen Punkt an, dass man eben nicht nur 2 Wochen, 3 Wochen oder eben auch 1, 2 Monate hier nur unter die Fittiche genommen wird und danach wieder alleine dasteht, sondern dass man immer die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, eben mitzumachen. Also wirklich sehr, sehr toll. Tolles Angebot, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, wenn von eurer Seite jetzt erstmal nichts weiter ist, wenn keine weiteren Fragen auch hier im Chat kommen, dann würde ich sagen, soll es das von der heutigen Seite aus gewesen sein? Ich bedanke Eine mich. Sache habe ich noch Ja, ganz na kurz. klar. Sorry, Markus, ganz Alles gut, kurz, wer sich alles für den gut. Signaldienst oder das Copy Trading interessiert, einfach unter art-signals.com vorbeischauen. Signaldienst ist eine individuelle Software, kann man 14 Tage testen, sich einloggen, man bekommt Signale, vor allem im Aktienbereich, per Telegram, SMS und so weiter und halt auch in dieser Software gestellt. Und das Copy Trading ist hier angehängt als zweites Produkt, man kann sich die Videos anschauen und so weiter. Sehr schön. Jetzt kommt hier noch die Frage, wie groß ist, wie hoch ist der Preis Ausbildungswoche und die nachfolgenden 3 Monate? Stand eben, glaube ich, schon da. Ich habe das mir nur nicht gemerkt. Der Preis nochmal. 2000, also der aktuelle Preis ist insgesamt für die 3 Monate 2460 Euro. Oh, das ist ja Nicht auch aber. entspannt. Man darf nicht vergessen, man bekommt die Ausbildung plus eben wirklich 3 Monate dann eben noch die Nachbetreuung sozusagen. Und da sind wirklich zwischen 2.500 und 3.000 Euro wirklich nicht viel, wenn man mal betrachtet, dass man das wirklich über 3 Monate dann hat. Und ich denke, dass ihr auch da sehr, sehr hinterher seid, wenn eben Leute dann Fragen haben oder nochmal eine Betreuung benötigen per Skype oder sowas. Denke ich, dass sowas ja dann auch alles immer ohne Probleme möglich ist. Ne? Sehr schön. Naja, wir hören uns halt auch jeden Tag mit den Schülern. Also wirklich am frühen Morgen, am
am Nachmittag und am Abend für die Berufstätigen. Wir teilen das natürlich auf unterschiedliche Ausbilder auf. Aber grundsätzlich persönlicher kann man es eigentlich nicht mehr gestalten, außer man setzt alle in ein Büro und Ja. Nee, das ist schon ein arbeitet. super, super Angebot, was es da von euch gibt. Und eben weil ihr auch mehrere seid, könnt ihr eben auch diese Vielzahl an Betreuung eben überhaupt ermöglichen. Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, in diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal weiterhin gute Trades, die hier alle mit dem Chat drin seid. Natürlich ein großes Dankeschön an Ali, an Stefan, an Martin und an Felix hier eben wirklich über diese lange Zeit die Trades zu zeigen, die Erklärungen zu erläutern. Eben, das ist ja wirklich immer interessant zu sehen, wenn man handelt, offene Trades, wie werden die betreut, wie sind die Ideen dahinter, überhaupt einzusteigen und dann eben auch das Trade und Money Management. Da haben wir doch wirklich viel, viel gehört heute an dieser Stelle. Also ein riesengroßes Dankeschön und natürlich auch an alle Teilnehmer, die mit dabei waren, hier heute im Live-Trading-Webinar. Und ich freue mich da dann auch auf nächste Events mit euch zusammen, hier dann eben auf dem Kanal von JFD Brokers. Und ich werde die Videos entsprechend heute Abend hier noch auf dem JFD Brokers Kanal hochladen und sie euch dann auch zukommen lassen, dass sie dann auch das Live-Trading bei euch noch hochladen können, sodass die Leute sich das dann auch alles nochmal anschauen können. Ja, Alles also. klar. Vielen Dank, Markus, auch dich kennengelernt zu haben. Ja, es war mir eine Ehre, auch wenn es nur virtuell ist. Ja, du kommst, glaube ich, auch aus Berlin, oder? Richtig, genau. Ja. Ich Nähe auch. von Berlin, Großraum Berlin, sagen wir es mal so. Ach so, okay. Ja. Nee, also in diesem Sinne, ich wünsche allen gute Trades. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Und ich mache jetzt gleich auf dem GFD-YouTube-Kanal noch den Livestream US Opening Bell. Wer da Lust und Laune hat, kann da natürlich jetzt auch gleich noch zuhören. In circa 5 bis 6 Minuten, leicht verspätet. Bis dahin und bye bye, euer Markus Klebe und die Crew von ATT Trading. Bye bye. Bye bye.